Mitten im Atlantik liegt die portugiesische Insel Madeira. Sie ist besonders bekannt für ihre einzigartige Natur und natürlich für Cristiano Ronaldo, welcher dort groß geworden ist. Deswegen heißt der Flughafen seit März 2017 auch Aeroporto de Cristiano Ronaldo. Durch die vielen Berge auf der Insel ist kaum Platz für einen Flughafen. Deswegen wurde dieser direkt an die Küste gebaut und aufwendig mit Stelzen verlängert, damit auch Verkehrsflugzeuge dort landen können. Durch die Steilküste entstehen viele Turbulenzen, diese stellen die größte Herausforderung für uns im Anflug dar. Sie sind oft unberechenbar und deswegen kommt es nicht selten vor, dass Flugzeuge durchstarten oder gar komplett andere Flughäfen anfliegen müssen. Leider kann auch kein Instrumentensystem verbaut werden, sodass der Anflug besonders auf die Bahn 05 sehr schwierig ist und nur Checkpunkte zur Unterstützung des Sichtanfluges vorhanden sind. Wir müssen also komplett selbst einschätzen, wann der richtige Zeitpunkt zum Eindrehen gekommen ist. Deswegen dürfen dort nur Kapitäne mit entsprechender Einweisung landen. Wir sind heute mit Sven unterwegs, welcher seit vielen Jahren Kapitän und Ausbilder auf der A320-Familie ist. Ich, Toni, seit 12 Jahren erster Offizier auf der gleichen Familie, werde Sven so gut es geht unterstützen. Sven findest du übrigens auf seinem Kanal, der Link ist selbstverständlich in der Beschreibung. Du möchtest uns vielleicht mal live kennenlernen? Dann schau am besten mal auf einem Stream bei Twitch vorbei. Das gleiche Cockpit teilen wir uns über ein kleines Programm, welches Your Controls heißt. Du siehst also zwei echte Piloten bei der Arbeit. Wir wünschen dir viel Spaß. Los geht's. Auf geht's. Engine Start. Engine to Start. Weil verlasse ich mich darauf, dass Sven uns hier gut zurückpusht. Das müssen wir natürlich selber managen. Im richtigen Flieger können wir uns da zum Glück ganz auf die Profis unten verlassen und müssen uns nicht darum kümmern, wo der uns hindrückt. Das ist relativ praktisch. Muss man hier im Sim noch ein bisschen viel selbst machen, finde ich. Ja, das stimmt, ja. Im Airbus auch relativ angenehm, sobald wir den Schalter umschalten für den Start der Triebwerke, gibt es einen Computer, sogenannte FADEC, und die überprüft auch super schon den Triebwerkstart an sich. Das heißt, ist hier ein bisschen anders als bei einer Boeing zum Beispiel, man muss gar nicht viel machen. Unsere Aufgabe ist jetzt hauptsächlich zu kontrollieren, dass das Triebwerk sauber hochfährt, und dann würde es demnächst gleich auch mit dem 1er Triebwerk weitergehen. Schon One Start. Pushback is completed, please set the parking brake. Parking brake is set. You are clear to disengage. Give hand signal from the left hand side. See you next time, bye bye. Und dann verabschiedet er sich. Fährt vorne links weg, du wirst ihn wahrscheinlich nicht sehen. Ich sehe da leider nichts, ja. Aber ich glaube dir, dass du ihn siehst. Sehr gut. So, sehr schön. Jawohl. Dann After Start Flow. Das ist jetzt für den Toni das Zeichen, gewisse die Schalter umzulegen und die Klappen auszufahren und. Dann machen wir im Anschluss einen Flight Control Check und dann lesen wir die nächste Liste, bevor wir dann tatsächlich losfahren können. Genau, ich bin soweit. Flight Control Check. Full up. Full down. Neutral. Full left. Full right. Neutral. Rudder. Full left. Full right. Neutral. Perfekt. Na. After Start Checklist. After Start. NTIs. Oh. E-Camp Status. Perfekt. Trim. 30.0% set 0. After Start Checklist completed. Prima. Der Pusher ist weg. Freizeichen von links mit dem Pin habe ich gesehen. Dann können wir loslegen. Request Taxi.
Hello, taxiing to stand 124 via uniform and armor. Luftnacht 2 Romeo Charlie, request taxi. Standard 2 Romeo Charlie, taxi to Open Point Mike 5, runway 03, via Alpha and Mike. Via Alpha and Mike, Mike 5 Holy Point 03, Luftnacht 2 Romeo Charlie. Immer, genau wie gebrieft, wir stehen auf dem Alpha, gehen Richtung Süden und dann Mike 1 Richtung Mike 5. Hier runter Richtung Runway 03. Genau so ist es. Clear left side. Clear right side. Immer, los geht's. Bei mir stehen Taxiway Lights mitten auf dem Taxiway. Ja, habe ich auch. wer auch immer diese platziert hat auf dem Airport von Lissabon, Dude, you had one job. Genau. Brake check. Bremst. Bremst, genau. Bei bisschen älteren Flugzeugen würden wir hier noch genau kontrollieren, ob die ausschlagen oder beziehungsweise nicht ausschlagen und sehen daran, ob das Bremssystem gewechselt hat. Da würden wir den Brake-Check mit Pressure Zero bestätigen. Hier beim Neo brauchen wir das tatsächlich nicht mehr. Aber irgendwie will man doch sagen, ja, ich habe gemerkt, dass er bremst. Deswegen sagen wir der ganze Erlaub einfach bremst. Bremst, ganz genau. So, hier kommt der Alpha. Jawohl. Wunderbar. Sagst. So, und dann halten wir uns da vorne links am Gebäude vorbei und dann eigentlich immer geradeaus. Das ist auch so die normale Aufgabenverteilung. Der Kapitän rollt und meine Aufgabe ist es, so ein bisschen uns am Boden zu navigieren. Wenn so wie jetzt uns die Route sehr klar ist, ist das relativ einfach, aber es kann ja auch größere Airports geben oder kompliziertere Airports geben, wo dann meine Aufgabe ist, hauptsächlich für die Navigation zu sorgen. Also links, rechts, da hinten geht es weiter und der Kapitän guckt eben raus, weil doch relativ viel Verkehr am Boden ist, also die Gepäckbänder, die Busse, die die Leute zu ihren Flugzeugen bringen. Und da ist doch relativ viel los, mehr als man denkt. Deswegen ganz gut, dass einer mal rausguckt und der andere sich dann in dem Fall ein bisschen um die Navigation kümmert. Genau. Und vor allen Dingen, man muss immer sich vor Augen halten, diese Verfahren, die sind dazu gemacht, dass die immer unter allen Bedingungen funktionieren. Jetzt ist natürlich hier schönstes Wetter und relativ wenig los, aber stellt euch vor, es ist viel los oder wir fahren hier lang mit 100 Meter Sicht. Da ist es unwahrscheinlich wichtig, dass man jemanden hat, der einem den Weg dann navigiert. Und da kann man sich natürlich, gerade wenn man sich vielleicht da nicht auskennt, ganz, ganz schnell mal verfahren. So ist es. So, Mike 5 ist dann der linke Abzweig. Der linke, genau. Full length sozusagen. Jawohl. Sonst ist der Flieger soweit schon für den Start vorbereitet. Prima. Dann die Before Takeoff Checklist. Before Takeoff, Flight Controls. Checked. Checked. Flaps. One plus F. One plus F. Takeoff Speeds Flex. 129.130.134. Flex 50. 129.130.134. Flex 50. Luftnette Romeo Charlie, Unicom 122.8, bye-bye. Sehr schade. ICAM Memo erstmal noch. Takeoff no blue. Down to the line. Also das heißt, der Lotse hat sich jetzt verabschiedet. Wir sind jetzt auf Unicom, sozusagen freiem Land für alle. Und würden dann trotzdem mal einen Call machen. Bist du links jemanden im Anflug irgendwo? Links ist frei. Nee, ich kann keinen sehen. Dann sage ich einfach nur Bescheid. Unicom, good afternoon, Lufthansa 2 Romeo Charlie. Lining up Runway 03 in Lissabon. Right side is clear. Take off runway. 03, full length. 03, full lengths, packs. On engines. Before takeoff checklist completed. Cabin crew, prepare for departure. Prima, wir haben jetzt also alle Listen gelesen. Wir haben noch genügend Sprit dabei, so wie wir es wollten. Und dann legen wir los. Yes. Der Lotse hier, der hat wahrscheinlich auch den ganzen Bereich bis Madeira gemacht, oder? Ja, ich müsste gleich mal ganz kurz reingucken. Ah, können wir gleich sonst nochmal im Flug gucken. Machen wir, wenn wir unterwegs sind, würde ich sagen. Genau. Ja. Prima, du bist soweit? Ich bin soweit. Dann take off. Erstmal auf 50% die Triebwerke, damit die stabilisiert sind. Und dann geht's los. Manflex 50, SS Runway, all the thrust blue. Thrust set. Knots. Checked. V1, rotate.
Positive Climb. Gear up. Gear up. Na. Was klein, klein, all blue, also fast. Ja. Mir steht noch SAS da, aber... Ah, jetzt hat er es. Perfekt. Okay, super. 3000 Fuß, dann geht's rechts rum. Jawohl. Zero. Let's be checked. Laps Zero. Ja, dann würde ich sagen, steigen wir gleich weiter, ne? Ja, sehr gerne. Ich gebe dir jetzt mal 180. Ja, danke schön. Gucken wir mal, was nachher noch. Die 3000 da vorne bei Papa Techno 416, die haben wir. Ja. Paddel, Paddel, Mann. Jawohl. Oh, Timidus. Standard. Flight Level 4, 4. Standard Flight Level 4, 4. Denn das Flugzeug macht genau das, oder die Modes, die hier oben stehen, sind die aktiven und das fliegt das Flugzeug auch. Und wenn hier ein falscher Mode steht, dann würde man das dann sofort erkennen. Deswegen muss man das mal sagen. Sag einmal kurz auf Unicom Bescheid. Ja, alles klar. Dann lüften der Tour Romeo Charlie out of Lissabon, climbing flight level 180, war ja sie ganz zu 5 November Departure. War ja tief hier interessant, hier in der Experimental haben wir auf 20 Meilen jetzt auch gerade ein anderes Flugzeug, wahrscheinlich im Anflug auf Lissabon. Das Minus bedeutet, dass der Flieger jetzt unter uns ist, der Pfeil nach unten, dass es sinkt. Und diese Raute hier, das zeigt das andere Flugzeug an. Der ist jetzt aber schon 1000 Fuß unter uns, also stellt überhaupt kein Problem mehr dar. Ja, ansonsten sehr schöne Departure, ne? Hier auf der rechten Seite. Ja, sehr schön. Ein super Blick über die Stadt. Lissabon insgesamt auch ein super schöner Anflug. Oft ein bisschen tricky, gerade auf der Seite, auf der wir gerade gelandet sind, auf der Seite, auf der wir gerade gestartet sind, dort zu landen, ist oft sehr tricky. Sehr viele Berge in der Nähe, man ist sehr, sehr flach über den Häusern dort, verwirbelt sich der Wind relativ viel, was dafür sorgt, dass es doch relativ turbulent ist in dem Anflug. Ja. Sehr speziell, auch ja. Die ansteigende Runway am Anfang, da muss man immer, da kann man schnell mal eine harte Landung hinlegen. Ja, das stimmt. So, Flight 60 ist auch kein Problem, da sind wir längst drüber. Ja. Sehr schön. So, und 10.000 Fuß mache ich die Landelichter rein, gucke einmal, dass unten alles aufgeräumt wird. Genau, die Ratten auf Secondary Cognitive. Secondary geht noch nicht. Fix Info war bei mir auch nicht drin wahrscheinlich. Ja. War nichts drin. Okay, genau. Perfekt. So. Und dann? Prima. Wenn die Pitch gleich passt, dann können wir die Leute auch abschnallen. Jawohl. Wir gucken jetzt also, dass die Nase nicht zu hoch ist, denn wenn die Nase hier sehr hoch ist, dann kann es tatsächlich passieren, dass die Trolleys der Flugbegleiter hinten umfallen, und die Dinger sind wahnsinnig schwer, die können dann auch ordentliche Verletzungen herbeiführen. Deswegen gucken wir da immer, dass das hier unter 7,5 Grad ist, das ist jetzt auch der Fall. Dann Seatbelts off. Seatbelts off. Immer. Wunderbar, dann sind wir jetzt sozusagen unterwegs. So, was war geplant? 93. Ja, können gerne jederzeit weiter hoch. Genau. Das würden wir jetzt natürlich normalerweise nur machen, wenn wir auch eine Freigabe von den Lotsen hätten. Ja. Das ist ja keiner mehr da, deswegen müssen wir es jetzt selbstständig machen. Und auch hier hat sich was geändert und dann muss ich dem Toni das vorlesen. Flight Level 390. Ja, so ist es. Läuft unser Tour Romeo Charlie. Klein Flight Level 390. Einfach nochmal Bescheid gesagt. Das würde jetzt auch, wie gesagt, Kommunikation mit dem Lotsen stattfinden. Wenn ich hier mal aktualisiere.
Ja. Ja, ist leider nichts mehr online. Oh nein. Leider ein bisschen schade. Schade, ja. Ja, wir gucken mal. Man kann den Ton ja Gott sei Dank rausschneiden. Wir gucken einfach mal, wie es läuft. Wenn der Anflug super läuft, dann lassen wir es einfach so stehen, würde ich sagen. Und wenn der Anflug total kacke läuft, dann machen wir einfach den zweiten Anflug, ne? An sich von außen und weiter geht's. Vor allem eine Stunde 30 ist jetzt auch nicht so wild, ne? Ja. Ja, sehr schön. Ja, sehr schön ist es da draußen. Absolut. Also so an sich, ne, Flug geht dann relativ lang über Wasser. Ah, cool. Ich habe sogar noch ein Bötchen hier rechts. Ich habe neulich ein Add-on mit Booten geholt. Ich habe jetzt Boote. Ich sage immer Boote dazu. Alle sagen dann im Chat immer, du musst Schiff dazu sagen. Ich revidiere, ich sehe ein Schiff. Okay, ein Schiff. Ein Schiff. Ja, das sieht super cool aus. Super schönes Flugwetter. Und leider ist es von uns ja normalerweise immer ein bisschen weiter nach Madeira. Muss ehrlich sagen, auf Madeira hatte ich einen meiner besten Urlaube überhaupt. Wir haben zwei Kumpels da. Wir waren 3,5 Wochen auf der Insel und das ist total spannend. Auf der Insel gibt es nämlich sogenannte Levadas. Hast du schon mal gehört davon? Noch nie gehört. Noch nie gehört. Das ist ganz cool, damit die Insel ist ja relativ bergig und damit die das ganze Wasser, das sich in den Bergen abregnet, auffangen können, gibt es diese Levadas, das sind Bewässerungsgräben. Die ziehen sich quasi über die ganze Insel rum, in ganz vielen verschiedenen Höhen und die haben immer so einen Meter Weg neben sich und die gehen wirklich durch den tiefsten Wald und das sind halt optimale Wanderwege. Du kannst also quer durch den Wald da gehen und dich nie verlaufen, weil du einfach nur an diesen Levadas lang gehst, die dann quasi die verschiedenen Ecken der Insel verbinden. Und das ist halt super cool, da durch super schöne Wasserfälle da, UNESCO-Weltkulturerbe. Super schön da, einfach wirklich super, super schön da. Also kann man jedem empfehlen, die Insel mal zu besuchen aus der einen Seite, weil es ein super, super schöner Anflug ist. Also in Europa wirklich einer für die Piloten auf jeden Fall mit der anspruchsvollsten Anflüge. Und auf der anderen Seite wunderschöne Natur dort mit ganz, ganz tollen Wanderwegen. Also ist wirklich eine Reise wert. Cool. Ach schön, ich war leider noch nie da. Ich habe gut davon gehört, dass es sehr, sehr schön sein soll, aber ich war trotzdem noch nie da. Schade, ja. Muss man auf jeden Fall mal machen. Ist also gerade wenn man Bock hat, so ein bisschen rumzulaufen, dann ist es ganz cool. Ist jetzt nicht optimal so für den Strandurlaub. Ne? Es gibt im Funchal so eine Art Strand, aber ist jetzt nicht wirklich Strand in dem Sinne, sondern ist eher so ein bisschen Natur gucken, sich bewegen, ein bisschen aktiver, sag ich mal. Okay. Schön. Sehr, sehr schön. So, ja, prima. Flugplan hier vorne anguckt. Jetzt habe ich hier hinter Gansu, hört der Flugplan bei mir auf. Das heißt, das müsste eigentlich verbunden sein. Genau, ich gebe einfach einen direkt nach Nata ein. Ja, sehr gerne. Und dann müsste das mit dir wieder synchron sein. Ja, jetzt. Wunderbar. Sehr gut. Ansonsten können wir natürlich auch einfach. Wir gucken einfach mal. Vielleicht können wir auch. Ja. Ruft da noch einer? Nee. Bei mir passt. Ansonsten machen wir einfach noch einen zweiten Anflug irgendwann die Tage mal nur für die 05. Dass wir beide Anflüge abgedeckt haben. Das können wir natürlich auch machen, ne? Können wir natürlich auch machen. Ja. Hätte man beide Anflüge, ist natürlich auch nicht witzig. Hätten wir beide abgedeckt, weil sonst vielleicht, ach so, ja, 2-3 ist ja langweilig. Aber dann hätte man beides abgedeckt, wir müssen ja keinen ganzen Flug nochmal machen. Ja. Können wir mal schauen. Klar, gerne. Prima, sehr, sehr schön. Ich werfe mal einen Blick ins Wetter. Ja, gerne. Da werden jetzt keine Artis haben, also nicht das ganz aktuelle Wetter, wo alles drin ist. Dazu müsste jemand vor Ort sitzen. Vielleicht haben wir ja das Glück, dass da noch jemand kommt. Und sonst hatten wir vorhin schon mal reingeschaut, da sah der Wind eher so tendenziell aus Südwesten aus. Also für den aktuellen Flug dann sozusagen wäre es die Bahn 2-3 in Richtung Südwesten. Immer gegen den Wind, logischerweise wollen wir landen. Mal gespannt, was dann wirklich vor Ort da ist. Ja, ich auch.
Ja. Also bei der Windstärke würde ich sagen, bleibt es dabei. 200 mit 12, 10 Kilometer Gitter, 1600, 18 Grad. Ah, wunderbar, 18 Grad. Davon kann man ja aktuell in Deutschland nur träumen. Mhm. Ja, das Wetter ist ganz interessant, ist auf der Insel so ein bisschen zweigeteilt. Es gibt halt, es gibt so von Ost nach West sozusagen so eine kleine Inselkette. Und deswegen ist das so ein bisschen auf die Nord- und Südseite der Insel, ist das Wetter sehr unterschiedlich. Ein bisschen wie Teneriffa fast. Also, dass sich auf der Nordseite relativ gut das Wetter abregnet und dann auf der Südseite hat man meist das schönere Wetter und auch das wärmere. Bam. Also deswegen jetzt für Fundschall natürlich optimal. Hier Mitte Januar nochmal eben 18 Grad tanken. Das wäre schon sehr cool. Ja, da hätte ich jetzt ehrlich gesagt auch nichts dagegen. So ein bisschen in die Wärme fliegen, so ein bisschen Urlaub machen, das wäre schon schön. Ja. Ja, das stimmt. Ja, und wie ihr jetzt merkt, im richtigen Flieger wäre es tatsächlich auch so, ne? Wir kontrollieren jetzt die Systeme, überprüfen hauptsächlich unser Flugzeug, ob es jetzt gut seine Reiseflughöhe erreicht und die dann nachher auch logischerweise hält. Sobald wir dann so richtig im Reiseflug sind, gibt es tendenziell, ist das für uns so ein bisschen die ruhigere Phase, da gibt es nur noch ein bisschen weniger Dinge zu tun. Wir würden selbstverständlich drauf gucken, ist vorgeschrieben, dass wir alle halbe Stunde einen Fuel-Check machen, also kontrollieren, ist der Sprit an Bord, passt das immer noch an den jeweiligen Punkten, die wir überfliegen, mit dem zusammen, was ursprünglich mal im Flugplan steht und auch im Flugplan geplant wurde. Wir gucken immer mal wieder alle Systeme durch, sind es alles im grünen Bereich. Sobald etwas aus dem Ruder laufen sollte, würde der Flieger uns das melden, aber vielleicht wäre uns das womöglich schon mal eine Tendenz zu finden, das heißt, na, da könnte sich was anbahnen. Ja, und ansonsten steht und fällt das denn tatsächlich, wie spannend das ist, so ein bisschen mit dem Kollegen. Ich weiß gar nicht, hast du eine gute Taktik, wie die Zeit für dich am schnellsten vergeht? das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich finde, also es hängt auch ganz stark ab, finde ich, wo man hinfliegt, wie lang die Strecke ist und wie anspruchsvoll das Wetter oder vielleicht auch sogar der Airport ist. Also ich finde an so einem, so wie jetzt zum Beispiel, so ein kurzer Flug von, ich bezeichne es mal als kurzen Flug, 1,5 Stunden von Lissabon nach Madeira, da hätte man jetzt wahrscheinlich im echten Leben schon tendenziell relativ wenig Zeit, um sich auch persönlich so ein bisschen miteinander auszutauschen, weil man natürlich gerade für Madeira dann doch nochmal einiges vorbereiten muss, beziehungsweise doch einige Sachen berücksichtigen muss, weil es ein spezieller Airport ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir bezeichnen diese Airports, wo wir eine besondere Einweisung im Simulator brauchen, als Special Airport. Da gibt es in der Regel auch nochmal bestimmte Briefings und bestimmte Briefing-Unterlagen, die man durcharbeiten muss, weil die dann, da stehen dann tatsächlich so die ganzen Dinge drin, auf die es da zu achten gilt. Wo da die Problematik liegt. Generell einfach so, damit man sich so einen Überblick verschaffen kann, auch wenn man da vielleicht nur einmal im Jahr hinfliegt, dass man weiß, wo es eigentlich in Madeira jetzt zum Beispiel das Besondere. Und von daher, also ich glaube, im echten Leben hätten wir jetzt relativ viel zu tun. Dann würden wir uns ja wahrscheinlich mal anschauen, wie ist das Wetter vor Ort. Man macht sich auch natürlich, holt man sich Informationen, macht sich Gedanken darüber, was ist, wenn ich da nicht landen kann. Das ist ja in Madeira gar nicht mal so ungewöhnlich, dass man da vielleicht auch mal schneller nicht landen kann. Ja. Das heißt, man muss sich auch gute Gedanken darüber machen, wie ist meine Situation am Alternator, also am Ausweichflughafen. Und dann würde man wahrscheinlich schon relativ frühzeitig sich auch mal da über diese ganzen Sachen unterhalten. Denn auch in diesen Unterlagen stehen dann relativ spezielle Sachen auch drin. Wie ist das mit den Windlimits in den verschiedenen Sektoren? Das ist ja doch schon sehr speziell in Madeira. Aber um auf deine ursprüngliche Frage zurückzukommen, ich sage jetzt mal auf einem normalen 1,5-stündigen Flug. Ich glaube, da hat jeder so ein bisschen so seine Taktik. Ich weiß nicht, wie deine ist. Aber wenn ich jetzt so einen netten Kollegen dabei habe wie dich, und das ist jetzt tatsächlich, also Toni und ich, wir fliegen ja häufiger hier schon mal zusammen, deswegen kann ich das so sagen, uns würde da nicht langweilig werden. Ich glaube, wir hätten da genügend Themen und hätten da genügend Sachen, über die wir sprechen würden und würden uns wahrscheinlich zu zweit gut amüsieren. Aber im echten Leben natürlich, auch wenn man mit den meisten Leuten wirklich gut klarkommt und es selten den Fall gibt, dass man mit den anderen Kollegen im Cockpit vielleicht eher nicht so klar kommt, kann da mal passieren, aber passiert da eher selten. Aber wenn, dann versuche ich tatsächlich die Zeit ein bisschen effektiver zu nutzen, wenn es jetzt nicht gerade ein Special Airport ist,
Und tatsächlich dann einfach mal ein bisschen wieder in die Bücher zu gucken. Denn ich sag mal, unsere Unterlagen sind ja doch sehr vielfältig und sehr dick und es ändert sich ja auch immer wahnsinnig viel in unseren Unterlagen und die Flugzeuge werden ständig nachgerüstet und mit besserer Software ausgestattet. Da ändert sich ja dann doch sehr, sehr viel. Und wenn man dann noch verschiedene Muster fliegt, 319, 320, 321, alte Flugzeuge, neue Flugzeuge, das finde ich eigentlich immer einen guten Zeitpunkt. Oder eine gute Gelegenheit vielmehr, um dann zu sagen, ich gucke mal wieder in die Bücher und frische einfach mal gewisse Dinge auf. Denn die Zeit muss ich dann quasi dafür zu Hause nicht aufwenden. Wie machst du das? Ja, absolut. Also so ähnlich. Also ich versuche auch immer, gerade, es kommt ja auch immer darauf an, wo man im Umlauf ist. Es ist ja nicht selbstverständlich, dass man, wir haben ja immer wieder für neue Umläufe, für neue Flüge, haben wir sehr oft neue Kolleginnen oder Kollegen auf der anderen Seite. Das heißt, braucht man so ein, zwei Flüge, finde ich, wo man sich so ein bisschen beschnuppert hat. Ist ja auch durchaus so gewollt, dass es ein bisschen durchwechselt im Cockpit. Und es kann auch durchaus sein, ne, dass man sich dann relativ lange miteinander wieder nicht sieht und nicht miteinander fliegt. Ich finde es erst einmal ganz spannend, so ein bisschen zu reden. Dann kann man den anderen so ein bisschen einschätzen. Und dann kommt es einfach so ein bisschen drauf an, finde ich, wie auch der oder die andere drauf ist. Also, wollen die sich ein bisschen unterhalten oder sind die eher so drauf, ne, so, keine Ahnung, zu Hause war gerade viel los oder wollen halt einfach so ein bisschen ihr eigenes Ding machen, dann bin ich auch sofort dabei, mal wieder in die Bücher zu gucken und das Ganze ein bisschen aufzufrischen, denn wie du gerade schon gesagt hast, ist ja wirklich viel, so viele verschiedene, gerade auf der 320-Flotte, auf der wir gerade beide sozusagen sind, gibt es so viele verschiedene Flugzeuge, die alle so ein bisschen ihre Eigenheiten haben und dann mit den Änderungen es ist wirklich sinnvoll, regelmäßig in die Bücher zu gucken. Aber ansonsten finde ich es auch super interessant, gerade wenn man mit seiner Kollegin oder seinem Kollegen irgendwie ähnliche Hobbys hat oder gleiche Interessen. Oft sind die Leute im Cockpit ja relativ spannend, weil sie die Hobbys, die sie ausleben oder so. Ich weiß nicht, ob das so ein Ding ist, aber die Leute, die man kennengelernt hat, die ein Hobby haben, die machen das sehr intensiv. Also die kennen sich mit einer Sache, für die sie sich interessieren, sehr, sehr gut aus. Ich hatte mal einen Kollegen dabei, der hat sich für Motorräder interessiert und es ging irgendwie so weit, dass er eigene Rahmen für Motorräder zusammengeschweißt hat und eigene Motorräder komplett aufgebaut hat. Und ich finde das dann super interessant, so die Interessen der Kolleginnen und Kollegen wirklich anzuhören und da mal so ein bisschen zu forschen, weil ich super viel dabei lerne. Ich würde jetzt zum Beispiel super gerne erzählen, wie spannend ich finde, die ganze Flugsimulator-Welt für mich entdeckt zu haben. Die ganze Zeit, die ich geflogen bin davor, also bevor Corona kam, waren es immerhin schon 10 Jahre, habe ich nie gewusst, dass Flugsimulator, das Flight Simming, dass das überhaupt so ein Thema ist und dass es so viele Leute gibt, die sich damit beschäftigen, so viele Leute, die das so interessant finden und es vor allem so viele Leute gibt, die sich so extrem gut mit der Materie auskennen. Das wusste ich überhaupt nicht. Das wäre jetzt mein Thema für den Flug auf jeden Fall, weil das gerade mein großes Interesse ist und ich finde es total spannend, jetzt in diese Welt mal eingetaucht zu sein und ja, ich finde es ganz, ganz toll, dass wir unseren Beruf quasi mit dem neu gewonnenen Hobby Stream YouTube so cool verbinden können und dass ihr es toll findet, dann so dabei zu sein. Ja, super, super spannend. Also ich glaube, deswegen würden wir beide wahrscheinlich auch entspannt nach Hogada fliegen können oder auf die Kanaren wieder zurückfliegen können. Uns würden die Themen wahrscheinlich nicht ausgehen. Ja. Denn ich sehe das genauso wie du. Ich hatte tatsächlich mit diesem Microsoft Flight Simulator, ich hatte ihn bis vor einem halben Jahr noch nicht mal auf meinem Rechner installiert. Mhm. Also ich war damit auch überhaupt nicht firm. Und an der Stelle auch nochmal einen recht herzlichen Dank an dich, Toni, dass du mich da auch so gut eingeführt hast, im wahrsten des Wortes. Denn der Toni hat mir da doch ganz schön geholfen, was so Installation, Software und bei vielen Fragen, die ich hatte, denn mir war auch gar nicht bewusst, mit was für einem Aufwand das verbunden ist, mal solche Videos zu machen oder vor allen Dingen auch zu streamen. Mhm. Also ich kannte das ja auch überhaupt gar nicht und bin da auch so ein bisschen in diese Flight-Community, jawohl, 1000 Fuß noch, reingerutscht, weil einfach jemand gefragt hat, Mensch, du hast doch Zeit, könntest du mir nicht mal ein bisschen zeigen, wie man 320 fliegt? So platt ausgedrückt und aus diesem Mensch, das ist aber super hilfreich, kannst du das nicht vielleicht mal bei YouTube online stellen? Ich glaube, das interessiert noch mehr Leute. Wurde ja dann tatsächlich das, was es jetzt geworden ist. Und die Community ist ja wahnsinnig groß und also
für unsere Verhältnisse, finde ich, wahnsinnig groß. Ja, schon. Und unfassbar dankbar auch. Also man bekommt da auch wahnsinnig viel von der Community zurück, muss man sagen. Und du bist ja eher so auf dieser Streaming-Schiene gewesen und ich war eher so auf dieser Videoschiene. Und wir haben uns jetzt irgendwie beide so ein bisschen in der Mitte getroffen. Ne? Ich mache ein bisschen mehr Streaming, du machst ein bisschen mehr Videos. Und das war natürlich für mich nochmal eine ganz neue Erfahrung, eine ganz neue Welt. Ich meine, für dich, du bist ja schon fast ein alter Hase im Geschäft. Aber ich sag mal, wir machen das ja jetzt meistens, oder ich mache das zumindest meistens zu zweit. Du machst ja auch häufig Streams tatsächlich alleine, was ja nochmal eine ganz andere Herausforderung ist. Also ich bin immer froh, dass wir zu zweit sind, dass auch mal der andere was sagen kann und dass ich nicht, dass ich mich auch zwischendurch mal mit der Technik beschäftigen kann und dann mal mach All-Star. Yes. Tikas come below. Ja, klar. Dass ich auch mal sagen kann, Mensch, Toni, sprich du doch gerade mal 5 Minuten, ich muss mich mal hier um die Technik kümmern. Denn ich sag mal, jetzt so wie jetzt auch und wie es im echten Fliegen ja auch ist, wir sind zu zweit hier vorne, man kann sich mal abwechseln, man macht nicht alles alleine, sondern der eine macht den Funk, der andere macht den Papierkram, der andere fliegt. Da ist ja auch eine Arbeitsteilung, aber wenn du streamst alleine, dann ist natürlich, dann fliegst du für dich alleine. Du musst also die Arbeiten des Co-Piloten oder des Pilot Monitoring mitmachen. Du musst den Funk machen. Du musst den Chat, den Stream im Auge behalten, weil du ja da auch auf die Fragen eingehen möchtest. Also meinen höchsten Respekt. Das ist schon, das ist eine Herausforderung. Und obwohl ich das mit dir ja immer nur zu zweit mache, bin ich nach den 4, 5, 6 Stunden Streams, und das sind ja meistens 2 Flüge, die wir machen, da bin ich echt durch. Ja, das geht mir aber auch so. Also das ist sportlich, also gerade Multitasking macht man schon eine Menge irgendwie. Also erstmal würde ich, also alter Hase ist auch wirklich sehr übertrieben. Im Oktober, glaube ich, 2020 das erste Mal einen Stream angeschmissen. Also auch noch keine 1,5 Jahre. Da gibt es ja Leute, die, keine Ahnung, schon seit 5, 8 Jahren oder so dabei sind. Also das ist auch nicht so. Und bei mir ging das alles ja viel, viel langsamer als bei dir. Du hast ja wirklich ein Video hochgeladen und dann waren, das ist sehr, 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 sehr gut angekommen. Und dann hast du halt gar nicht diese ganze Entwicklung erstmal, dass es normal ist, dass am Anfang einer, dann kommt der zweite dazu, dann sind es irgendwann 5 mal 10 Leute, irgendwann sind es vielleicht auch 100 Leute, egal, ne, wie weit das dann geht. Mittlerweile sind es teilweise 400 Leute im Durchschnitt, also es ist unfassbar, wie sich das entwickelt hat. Und da hatte ich immerhin den Vorteil, da so ein bisschen mitgewachsen zu sein. Und ich war ja immer alleine, hört sich so traurig an, ich war ja immer alleine. Nein, ich kenne es einfach, wie es alleine ist. Ich finde es tatsächlich gar nicht viel sportlicher, sag ich mal, also viel anstrengender, alleine zu streamen, weil die Interaktion dann weniger zwischen uns im Cockpit ist, sondern einfach mehr im Chat. Also so die Community-Interaktion, finde ich, die macht mir ultra viel Spaß. Ich finde das total spannend, Fragen zu beantworten. Wir reden über irgendwas, wir kommen zusammen auf coole Ideen, wo man mal hinfliegen könnte. Leute kommen mit beim Fliegen, ist ja auch, wenn wir zu zweit unterwegs sind, dann kommen Leute mit, setzen sich dazu. Und das, finde ich, ist einfach eine total gemütliche Stimmung. Darüber hinaus ist die Community extrem erwachsen, extrem reif. Also mit reif meine ich nicht unbedingt alt, sondern einfach reif. Ja? Es gibt auch Leute, die sind 15 Jahre alt und trotzdem haben die super Fragen auf dem Kasten, weil sie sich sehr für das Thema Fliegen und Flugsimulationen interessieren. Und das macht es einfach super, super spannend. Und das Witzigste mit daran, finde ich, ist, dass das gar nicht nur in eine Richtung geht. Also es ist ja bei dir ja genauso, ne? Es ist ja gar nicht nur so, dass wir die sind, die das Wissen vermitteln. Ich selbst lerne auch immer noch eine Menge über die verschiedensten Sachen. Entweder weil es Leute gibt, die von anderen Flugzeugen kommen zum Beispiel, die auf CRJ fliegen, die auf der 37 fliegen oder auf der 777 fliegen, die da mal ein bisschen was erzählen. Leute, die VFA quasi mit, ich weiß nicht, mit ihrer Cessna 172 viel im Club unterwegs sind und da immer mal wieder Sachen erzählen, die jetzt einfach seit der Flugschule, weiß ich nicht, 14, 15 Jahre her sind. Das ist einfach sehr, sehr lange her, ne? Das ist wirklich beeindruckend, wie viel man selbst noch dabei lernt, finde ich. Absolut. Da hast du völlig recht. Ich bin da auch sehr, sehr beeindruckt von der sehr reifen Haltung der Leute, die bei uns in den Streams immer sind, die da zuschauen. Auch die Kommentare von den Leuten, die unsere Videos kommentieren, die sind exorbitant gut und sehr, sehr, sehr erwachsen.
Man hilft sich, und das finde ich auch ganz toll, man hilft sich auch gegenseitig. Ja. Also es ist auch nicht so, dass ja nur immer alles, sage ich jetzt mal, an uns hängen bleibt. Wir haben ja auch zwei fantastische Moderatoren, das kann man ja auch mal an der Stelle erwähnen, der Christian und der Vulkaistos, die unfassbar tief in den Themen drinstecken und schon sehr, sehr viel abfangen, was ich große Klasse finde. Und man hilft sich auch gegenseitig in dem Chat. Also ich sehe immer wieder, wie Fragen beantwortet werden von anderen Mitgliedern, die dann eben anderen wieder umhelfen. Ganz, ganz toll. Und wir hatten gerade heute im Discord unfassbar tiefgehende Diskussionen über Non-Precision Approaches, über Decision Heights, Decision Altitudes, MDAs, CDFA, also Continuous Descent Final Approaches. Das geht schon sehr, sehr ins Detail, wo man wirklich, also ich muss wirklich teilweise selbst auch in die Bücher gucken. Mhm. Ich weiß zwar, wie es gelebt wird, aber wenn man mich jetzt nach dem Gesetzestext oder nach dem genauen Wortlaut des Textes fragt, dann muss ich auch nachschauen. Und bevor ich da was Falsches sage, schaue ich da auch immer rein. Aber da sieht man schon, die Leute sind da sehr, sehr wissbegierig. Sehr, sehr schön, was ich wirklich sehr, sehr schön finde. Mhm. Und macht Riesenspaß, definitiv, kann ich nur so sagen. Und ich muss auch sagen, wo ich sehr, sehr viel mitnehme, an der Stelle vielleicht auch ein bisschen Eigenwerbung. Wir machen ja hin und wieder mal Streams, wo wir uns Gäste einladen. Also wir haben damit ja jetzt angefangen, wie du schon gesagt hast, du machst das seit anderthalb Jahren, ich mache das jetzt vielleicht seit einem halben Jahr, wenn überhaupt, also Stream glaube ich erst seit 3 Monaten oder sowas. Und wir sind ja dann so ein bisschen aus einer Bierlaune heraus auf die Idee gekommen, Mensch, wir könnten ja eigentlich mal Leute in diesen Stream mit dazu nehmen. Und dann haben wir gesagt, Mensch, das könnten wir vielleicht sogar auch öfter oder regelmäßig machen. Und jetzt hatten wir ja, der erste Stream, den wir gemacht hatten, da waren ja ein Teil der deutschen Programmierer von Fly-by-Wire, also dieses A320, den wir hier gerade fliegen, waren ja mit dabei. Und beim letzten Mal hatten wir den Pascal von Aeronews mit im Stream mit dabei. Der hat auch ein unfassbares Wissen und hat das auch nochmal so bereichert. Wir machen also einen Flug, wir starten und im Reiseflug unterhalten wir uns mit unseren Gästen. Und wir haben uns für Pascal und Fly-by-Wire 2 lange Flüge rausgesucht. Einmal von, korrigier mich, Frankfurt nach Hurghada. Oder ja, Frankfurt-Hurghada war Fly-by-Wire und wir sind nach La Palma geflogen mit dem Pascal. Genau, München, also München, La Palma. Genau, also einmal Kanaren und einmal Ägypten, also wirklich Flüge von 4-5 Stunden. Und es war überhaupt nicht langweilig, also es war total kurzweilig. Und wir waren immer erstaunt, wie schnell diese Flüge vorbei waren. Und gerade jetzt erst gestern war ja unser letzter Stream wieder mit 9 Gästen. Da hatten wir 2 Tower-Lotsen dabei, da sind wir von Paris nach Moskau geflogen. Und auch das war unfassbar interessant, auch für uns beide. Wir haben da ganz viele Dinge erfahren, von denen wir keine Ahnung haben, wie da die Arbeit quasi auf der anderen Seite des Fluggeräts quasi abläuft. Ja. Also ich nehme da für mich auch nochmal sehr, sehr viel mit und ich schätze, dir, Toni, wird es ähnlich gehen, oder? Total. Also gerade gestern das Gespräch mit den beiden Lotsen fand ich extrem bereichernd. Es ist so witzig, weil wir reden irgendwie, wenn wir normal mit dem Flugzeug unterwegs sind, reden wir ja den ganzen Tag mit den Lotsen über Funk und trotzdem redet man selten mit den Lotsen. Also im Real Life oder so einfach mal face to face, was sind eigentlich die Themen, die euch interessieren, was sind die Themen, die uns interessieren, wo funktionieren Sachen anders, wo funktionieren Sachen gleich, und das war sehr, sehr aufschlussreich, dass es doch relativ ähnlich ist. Die Typen, die auf der Lotsenseite sind, sind uns relativ ähnlich, umgekehrt natürlich genauso, und das fand ich sehr spannend und da waren mir viele, viele Sachen auch nicht klar, dass es Lotsen bei der Bundeswehr, dass es mehr oder weniger private Betreiber von Flughäfen gibt, die Lotsen angestellt haben, dass es natürlich die DFS gibt, dass es Eurocontrol gibt. Ich dachte, ja, Lotse, da geht man hier zur deutschen Flugsicherung und wird dann da halt Lotse. Aber das ist ja nur einer von 4 großen Arbeitgebern und da habe ich extrem viel, wirklich extrem viel mitgenommen. Wir haben zukünftig auch vor, das Ganze in ein Podcast-Format noch für unterwegs umzumünzen. Werden wir es dann über die verschiedenen Sachen anbieten. Hat letztens leider noch nicht mit der Aufnahme geklappt. Da habt ihr noch sehr viel Rauschen und Alerts aus dem Stream mit drauf. Aber wir werden weiter dranbleiben, uns weiter spannende Gäste aus der Fliegerei einladen. Und wenn du gerade das Video siehst und sagst, hey, ich habe was zu tun mit der Fliegerei, dann melde dich gerne bei uns. Melde dich in den Kommentaren, melde dich bei uns im Discord. Dann können wir mal drüber reden, ob vielleicht wir mit dir auch sowas machen können.
Und mit den Fluglotsen ist es tatsächlich geplant, uns vielleicht noch einen dritten von der DFS zu suchen, einen Center-Lotsen oder einen Tower-Lotsen eben. Und dann mit den anderen beiden das auch nochmal zusammen wiederholen. Und das muss ich unbedingt noch kurz loswerden. Zu den beiden tollen Moderatoren, die du gerade genannt hast, gehört Marcel natürlich auch. Nicht ungenannt dazu. Der unterstützt mich auch großartig im Chat und das muss man auf jeden Fall erwähnen. Ja, da hast du natürlich völlig recht. Ich vergesse den immer so ein bisschen, weil der bei mir quasi nicht tätig ist. Ja, klar. Aber der meldet sich auch immer ganz nett und fleißig auch bei mir im Chat und sagt auch immer Hallo und schreibt auch teilweise Kommentare unter die Videos. Also Marcel, ich wollte dich da nicht unterschlagen. Toni, du hast da völlig recht. Großartig. Und das muss man auch mal sagen, die Jungs machen das alles in ihrer Freizeit. Die machen das alles unentgeltlich in ihrer Freizeit, einfach weil sie da Spaß dran haben. Und das ist schon, das ist totaler Wahnsinn. Ja. Also ich finde das ganz, ganz groß. Total. Finde ich auch. Und was du vorhin nochmal sagtest, weil bei dir im Discord, dass ihr über Non-Precision Approaches und wo sind die Minima, Precision Height, Minimum Descent Altitude, wenn du zuhörst und du sagst, ey, was reden die da, was sind denn das bitte alles für Begriffe und du einfach sagst, hey, ich finde Flugzeuge und Fliegen cool, ist das überhaupt kein Thema, es ist wirklich jeder willkommen. Wir reden wirklich von den einfachsten Sachen, wie fliegt das Flugzeug, wie steuern wir das Flugzeug. Können dir auch Sachen, wenn du den Flugsimulator cool findest, aber helfen, die Sachen besser zu verstehen, wollten damit einfach nur sagen, dass das sozusagen wirklich vom absoluten Einsteiger, der es einfach nur cool findet, von A nach B zu fliegen, bis zu wirklich jemanden, der seit vielen, vielen Jahren tief in der Simulation ist, dass wir da alle sozusagen ein bisschen abholen, mitnehmen können und einfach eine super Zeit zusammen haben. Ja, genau so ist das. Gut, dass du es nochmal angesprochen hast, genau, also lasst euch nicht abschrecken, wenn wir hier mit irgendwelchen Fachjargon um uns werfen und ihr sagt so, ach du Jemene, das ist mir alles viel zu kompliziert. Mhm. Wir haben auf den Discords ganz, ganz, ganz viele Leute, also ich würde sagen, die überwiegende Menge von Leuten, die natürlich dieses Wissen, was wir aus dem Beruflichen haben, nicht haben können und die da auch ganz klein anfangen. Und also gerade heute habe ich noch jemanden gelesen, der gesagt hat, Mensch, ich habe mir gerade erst den Microsoft Flight Simulator gekauft. Wie fange ich denn an? Also gar keine Scheu haben. Auch bei dir, Toni, auf dem Discord ist ja auch ganz toll. Ihr macht ja auch eine WhatsApp-Gruppe, also ihr habt eine Funkgruppe, wo man lernt, richtig zu funken, wo eben auch Lotsen tatsächlich sind und dieses Wissen weitergeben. Also man kann da sich sehr, sehr, sehr gut weiterbilden, vorbereiten und da wird auch gerne geholfen. Also von daher keine falsche Scheu. Wer da Interesse dran hat und wer das cool findet, den kann man das wirklich nur ans Herz legen. Absolut. Sehr, sehr schön. Schön. Immer. Optimal, mal wieder ein bisschen reinzugucken. Ja, du bist nämlich auch gleich am Klicken schon für den Anfang. Ja, ich genau. Guck einfach ich mal unsere Pages gucke mal, hier durch. Was ist so. Die Database ist nicht immer 1:1 mit dem, was bei uns auf den Karten steht. Deswegen muss man immer mal so ein bisschen durchschauen, was da so alles drin ist. Jetzt einmal kurz auf der Engine-Page sieht man jetzt hier PSI, also der Öldruck, der blinkt grün. Grün blinken bedeutet immer, is about to reach a limit. Wird jetzt aber beim Fly-by-Wire irgendwie dran liegen. Heißt, ist jetzt erstmal nicht beunruhigend, aber würde man zum Beispiel, würden wir den Flieger jetzt in Madeira abstellen oder wenn wir irgendwann zurückkämen, würde man das durchaus mal sagen, wenn der wenn Techniker den Flieger übernimmt, hey, hier, das hat geblinkt, guckt euch das mal an, kann dann durchaus sein, dass da mal was nachgestellt werden müsste. Genau. Sonst gucken wir einfach die Systeme durch. Elex-System arbeitet wunderbar, Hydrauliksystem. Ist das so? Das wollte ich dich auch nochmal fragen. Ich hatte neulich das Gefühl, wenn wir auf die Hydraulikseite gucken, auf die grüne Hydraulik, siehst du die Seite geöffnet bei dir? Ja, die ist geöffnet bei mir. Der grüne Pfeil ist doch deutlich weiter unten, oder? Du meinst im wahren Leben? Ja. Ja. Der ist deutlich weiter unten, ne? Weil ja, ich hatte das auch gesagt, unten. Ich hatte das auch gesagt im Stream, Mensch, der muss doch viel weiter unten sein. Und mir wurde gesagt, nein, das ist so. Also ich würde schon wetten, dass der Pfeil sehr viel weiter unten ist. Ist ganz interessant. Absolut. Ja, das grüne Hydrauliksystem, das macht sozusagen, ist hauptsächlich dafür verantwortlich, oder unter anderem hauptsächlich dafür verantwortlich, unser Fahrwerk einzufahren. Und damit wir es im Notfall, falls der
Gearlever, also unser Fahrwerkshebel, nicht mehr funktionieren sollte, trotzdem das Fahrwerk ausfahren können, ist das System so designt, dass mit Druck das Fahrwerk innen gehalten wird. Das heißt, es wird nicht mit Druck ausgefahren, sondern es wird mit Druck eingefahren. Und das sind so die größten Actuator, also die größten hydraulischen Zylinder, die wir am Flugzeug haben. Und der ist jetzt quasi voll mit Öl, also mit Hydraulikflüssigkeit in dem Sinne. Und deswegen würde hier unsere Füllanstandzeige von der grünen Hydraulik deutlich weiter unten anzeigen, also unter dem eigentlichen Reservoir-Level. Also hier irgendwo in der Mitte würde der im echten Flieger anzeigen. Das ist hier noch nicht 200%ig richtig. Ich finde es gut, dass du es bestätigst, weil ich habe es mir angeguckt und ich dachte, das stimmt doch nicht. Ja. Und es wird ja, es verstärkt sich ja sogar, je länger man in kalten Luftschichten fliegt, ja, desto weniger wird dieser Füllstand. Ja. Ganz genau. Also der ist in der Regel im Reiseflug bei den Temperaturen nach einer Stunde auf jeden Fall weit unter dem ganz normalen, ich zeige es hier nochmal. Unter dem Reservoir-Level. Genau, ich muss noch mal ein bisschen weiter reinzoomen. Also ihr seht hier, dieser kleine grüne Pfeil, der muss immer irgendwo, also zumindest am Boden, bevor wir abfliegen, muss der hier irgendwo in dieser Normal Filling Range, genau, so heißt das. Das ist diese kleine rechte grüne Klammer hier. Dazwischen muss er irgendwo sein. Und im Reiseflug ist genauso, wie Toni sagte, da befindet er sich eben alleine, weil das Fahrwerk eben schon eingefahren ist und das grüne Hydrauliksystem versorgt eben unser Fahrwerk. Ist es einfach so, dass der schon so ein bisschen weiter hier drunter hängt und je kälter es ist, manchmal hängt der sogar hier irgendwo bei der Hälfte, also so, dass man im Reißflug schon denkt, Mensch, das ist aber sehr wenig. Und wenn man dann aber am Boden steht mit ausgefahrenem Fahrwerk und mit normalen Temperaturen, dann ist der tatsächlich auch wieder normal. Mhm. Weil dann die Hydraulikflüssigkeit sozusagen mit dem ausgefahrenen Fahrwerk ja wieder ins System zurückgedrückt wurde. Genau. Ganz genau. Und genau, der Toni macht das, also der Pilot Monitoring, muss man korrekterweise sagen, der macht das immer, oder auch der Pilot Flying kann das natürlich mal machen, hier ab und zu, so einmal die Stunde mal diese ganzen Systeme hier durchzuklicken. Natürlich würde, wenn immer so ein System einen Fehler meldet oder irgendein Sensor einen Wert meldet, der aus dem Limit raus ist, bekommen wir automatisch eine Benachrichtigung. Also dann würde es ein Ping geben und es gibt hier eine Master Caution, dann leuchtet hier ein Licht und auf dem E-Cam würde stehen, was denn das betreffende System ist, was da sich meldet, wo da der Wert aus dem Limit läuft. Aber das, was wir damit machen, dass wir da alle 30 bis 60 Minuten mal reinschauen, ist, wir wollen schon versuchen, im Ansatz zu erkennen, dass vielleicht irgendwo ein Wert aus dem Limit läuft. Also genau, noch bevor sich das System meldet, sodass man einfach sagt, ach guck mal, Mensch, Toni, so wie jetzt hier bei den Engines, das ist leider noch ein Bug, dass die PSI da zu hoch ist, aber da könnte man jetzt sehen, so, ah, okay, guck mal, da entwickelt sich anscheinend ein Problem. Und dann kann man natürlich schon mal ein bisschen besser planen und hat eventuell einfach auch ein bisschen Zeit gespart. Ja, sehr gut. Doppelt hält besser. Hatte ich vorhin auch schon mal. Ah, du hast es schon gesagt, wahrscheinlich. Gesagt, okay. Aber da war ich doppelt hält besser. Sven hat es einfach noch schöner erklärt. Und wer es jetzt sich nicht gemerkt hat, ist gar kein Thema. Wir werden das hier nachher einfach nochmal sagen. Nein, genau. Spaß. Genau, doppelt hält besser. Nein, sorry. Da, ja, alles gut. ist ja alles gut. Prima. Sehr cool. Also ich habe gesehen, du hast im Anflug nochmal reingeguckt für die Database, da hast du jetzt aber nichts geändert, glaube ich, ne? Ja, ich habe nochmal ein bisschen was geändert. Ich habe, leider Gottes steht da ja teilweise dann zwei oder dreimal das gleiche VOA oder eine weitere Bezeichnung dann dazu drin. Da stimmt also die Database noch nicht 100%, aber ich habe tatsächlich den Anflug nochmal so weit geändert, VOA Bravo 2-3 über Porto Santo, also über Sierra November Tango, so wie es auch auf der Karte ist. Das habe ich nochmal angepasst. Wetter ist nicht aktuell, aber ich habe zumindest schon mal ein Wetter und ein Minimum eingegeben. Ja. Und die Radnav habe ich auch schon mal gefüttert. Sehr schön. So, das ist der VOA. G23, perfekt. Genau. Fundschall wahrscheinlich auf 1 und die 2. Ja, perfekt. Genau. Das ist drin. Jawohl. Und dann. Ja, bin sehr gespannt. Heute ist der Wind recht schon aus Südwesten, das heißt, wir machen mehr oder weniger einen Straight-In über den VOA Bravo 2-3 nach Funchal und von dort aus geht es dann relativ straight auf die 2-3. Der Wind ist halt heute 200 mit 11 oder 200, oder sogar noch ein bisschen stärker, 200, ich schaue nochmal, wie war er? 200 mit 12, ja, okay. Ja. Also auf jeden Fall auf der 2-3 heute. Die 2-3 ist tatsächlich die Runway, die in Madeira eher nicht so häufig verwendet wird. Statistisch kann man sagen, drei Viertel ist ungefähr Runway 05, ein Viertel Runway 2-3.
Und ja, heute ist eben einfach die 25% Wahrscheinlichkeit eingetreten, dass wir auf die Dutrie gehen, also der Straight-In. Der etwas einfachere, nicht ganz so anspruchsvolle Anflug, denn die Turbulenzen hat man dann tatsächlich doch eher auf der Südwestseite des Airports für die Ramisur 5. Aber den können wir bei den Windverhältnissen natürlich nicht fliegen. Ja. Man auch dazu sagen muss bei dem Anflug, also wenn man das jetzt rein objektiv, sag ich mal, nur nach dem fliegerischen betrachtet, dann ist der gar nicht so schwierig. Was den Airport halt so wirklich interessant macht, ist halt seine außergewöhnliche Lage direkt an der Küste hinter den Bergen. Also das heißt, es gibt sehr, sehr viel Probleme mit Scherwinden. Der Wind kann sich sehr, sehr schnell nochmal ändern. Der rollt quasi einmal den Berg runter und verwirbelt dabei. Und durch diese Wirbel fliegen wir zum Teil. Und das macht den Flieger gerade auf die Zero Five im Endanflug extrem unstabil. Und das macht es fliegerisch eigentlich erst so richtig, richtig anspruchsvoll an diesem Airport. Und das sorgt eben auch dafür, gerade weil diese Winde viel Erfahrung brauchen, gehört dieser Flughafen eben auch zu den Flughäfen, die nur vom Kapitän angeflogen werden dürfen. Gibt dazu sogar noch weitere Regelungen, also nicht nur irgendein Kapitän darf da anfliegen, sondern der muss wirklich schon ein paar Stunden on type haben. Also wir haben rausgeguckt, dass er mindestens 200 Stunden auf dem A320 als Kapitän unterwegs sein muss. Das ist jetzt nicht sonderlich viel, ist beim normalen Flugdienst so ein bisschen weniger als ein halbes Jahr. So 3-4 Monate vielleicht, aber soll nur einfach heißen, ne, nicht jemand, der direkt aus dem Kapitänstraining kommt, darf jetzt direkt dahin fliegen. Und es muss eben auch für die ganzen Feinheiten, die dann doch am Airport vorstehen, einmal ein Simulator-Training für den Kapitän stattfinden, dass der dort dann eben dahin fliegen kann. Ja, genau so ist es. Wie Toni sagte, also der Airport an sich, der wurde ja, der war früher noch ein bisschen spezieller, weil die Bahn auch noch vor ein paar Jahren noch sehr, sehr kurz war. Zusätzlich dazu, dass es eben auch da sehr turbulent und es da sehr viele Windscherungen auch gibt. Und da war das natürlich doppelt schwierig. Mittlerweile ist die Bahn ja ein bisschen verlängert worden. Deswegen ist das Problem jetzt so ein bisschen ausgemerzt. Aber die Windverhältnisse sind eben auf Madeira tatsächlich doch sehr, sehr speziell. Und das macht es eben dann auch nötig, dass man da eben eine Einweisung im Simulator bekommt. Wir werden es euch gleich im Briefing anhand der Karten nochmal so ein bisschen zeigen, denn auch auf den Karten, und das hat man sonst eher nicht, beziehungsweise es gibt nur ganz wenige Airports, wo man das überhaupt hat, dass tatsächlich auch Windfelder eingezeichnet sind, wo man genau schauen muss und genau mitplotten muss, wie stark darf der Wind überhaupt aus welcher Richtung kommen, damit ich diesen Anflug noch machen darf. Und diese Windrichtungen und diese Windstärken, die kennt auch der Turm. Und wenn die überschritten werden, dann sagt der Turm dann auch, dass er mehr oder weniger eine Landung nicht empfiehlt. Und dann landet da auch keiner. Dann müsste man in dem Fall tatsächlich dann auch zum Ausweichflughafen fliegen. Aber relativ schön, wie die Formulierung dann oft ist, ne? wenn der Tower reportet, dass der Wind aus einer bestimmten Richtung über ein Limit ist, dann sagt er ja nicht, ihr dürft da nicht landen, sondern dann fragt er uns, was unsere Intentions sind. Und dann könnte man ja auch vermuten, naja, vielleicht passt der Wind ja, wenn wir da sind. Wenn er genau an der Grenze ist, würde man sich das eventuell noch überlegen, aber sobald er deutlich drüber ist, würde man dann auch relativ zügig direkt, wie Sven gerade schon erklärt hat, die Diversion einleiten. Und dann würde es entweder nach Porto Santo oder wenn wir sehr, sehr, sehr früh wissen, hey, wir können da wirklich nicht landen, dann würden wir tendenziell auch noch weiter auf die Kanaren fliegen und wahrscheinlich auf Gran Canaria landen, um dann dort aufzutanken und ja, irgendwann wieder zurückzufliegen. Ja, wenn man Glück hat und es das Wetter ändert sich an dem Tag noch oder die Wetteränderungen sind sehr relativ groß in einem kleinen Zeitraum, dann hat man vielleicht auch nochmal Glück. Dann kann man natürlich zum Ausweichflughafen fliegen und nochmal einen neuen Anflug dann auf Madeira dann probieren oder an dem Ort, wo man eigentlich hin möchte. Aber in der Regel ist das tatsächlich eher seltener der Fall. Also bei Gewitter, bei so lokalen Dingen, da kann man schon mal sagen, okay, die sind vielleicht nur über einen Zeitraum von 1, 2, 3 Stunden, dann sind die Gewitter durchgezogen und dann kann man vielleicht mal versuchen, wieder hinzufliegen. Aber wenn es jetzt darum geht, dass zum Beispiel der Wind aus einer bestimmten Richtung kommt mit einer bestimmten Geschwindigkeit, dass das dann eine Stunde, zwei später komplett anders ist, ist dann doch tatsächlich eher selten. Und dann bleibt einem manchmal tatsächlich nur der Ausweichflughafen und dann
gerade wenn es dann so Richtung Kanaren geht, wird es dann natürlich schwierig. Also dann muss man dann entweder eine langwierige Schiffsreise oder Bootstour, wie du vielleicht sagen würdest. Eine Bootstour über 500 Kilometer zieht sich dann natürlich ein bisschen. Ne? Ja. Genau, also entweder gibt es dann, weil Flüge wird es dann auch keine geben, wenn man da nicht anfliegen kann, dann wird es entweder, muss man mit dem Schiff oder mit der Fähre übersetzen oder vielleicht muss man, wenn man ganz viel Pech hat, auch ins Hotel und wird dann vielleicht mit dem Flugzeug am nächsten Tag abgeholt. Es gibt einen neuen Versuch, aber ist dann natürlich sehr, sehr schwierig. Also da hat man es dann, wenn man auf dem Festland ist und mit Zug oder Auto transportiert oder Bus transportiert werden kann, natürlich deutlich einfacher. Ja, ja, das stimmt. Und dann kommt es ja noch so ein bisschen darauf an, ob es eben doch noch gerade geht, auf eben nach Porto Santo auszuweichen. Das ist ja nur so 40 Meilen nordöstlich von Madeira liegt. Hat dann wieder den Nachteil, wenn einer dort schon ausweicht, dann geht das auch noch ganz gut. Umso mehr Flugzeuge aber dort anfliegen und dann nachher irgendwann ausweichen müssen, da wird es auf so einem kleinen Airport doch relativ voll. Wir haben in den Tiefen rausgekriegt, dass dort auch nur ein einziger Fueltruck unterwegs ist. Naja, und dann könnte es irgendwann schon ein bisschen Gekloppe um den Sprit geben, sage ich mal, vor Ort, weil alle wollen ja wieder weg irgendwann. Muss man sich dann wirklich tatsächlich gut überlegen und auch bei seiner Planung am Boden schon berücksichtigen, wie viel Extrasprit wollen wir mitnehmen, um für solche Fälle gewappnet zu sein. Ist es besser, eben nur 40 Meilen nach Porto Santo zu fliegen, also die kleine Insel nordöstlich davon, oder ist es sinnvoller, weil das Wetter sich abzeichnet, dass die Diversion likely wird, also dass ein Ausweichen wahrscheinlich wird, dann nehmen wir lieber mehr Sprit mit und haben dann alle Kanaren im Prinzip als Option. Genau. Hängt auch ganz, ganz stark davon ab, was man überhaupt für ein Flugzeug hat und wie auch die Buchungszahl natürlich von so einem Flug ist. Jetzt heute, wir haben uns natürlich extra nicht ganz so lange einen Flug rausgesucht. Wir wollten jetzt nicht aus Deutschland nach Madeira fliegen, sonst wäre das ein 4-Stunden-Flug geworden. Deswegen haben wir gesagt, wir fliegen das ein bisschen kürzer von Lissabon aus. Aber wenn wir aus Deutschland natürlich nach Madeira fliegen, mit einer Flugzeit von 3,5-4 Stunden und der Flieger ist ausgebucht, dann kann es tatsächlich sogar sein, dass man gar nicht so viel Sprit mitnehmen kann, um vielleicht zum weiteren Ausweichflughafen überhaupt fliegen zu können. Beziehungsweise, wenn man dann am Boden feststellt und sagt, ich möchte aber auf jeden Fall auf die Kanaren weiterfliegen im Falle einer Ausweichlandung, dann kann es tatsächlich auch mal passieren, dass man Gepäck stehen lassen muss, was natürlich dann sowohl für alle Passagiere sehr, sehr ärgerlich ist, ist aber auch für die Airline natürlich extrem teuer, versucht man natürlich auf jeden Fall zu vermeiden. Aber da muss man dann sich gut überlegen, was man dann macht, ob man das Risiko eingeht, um nach Porto Santo zu fliegen, wo man eventuell dann stehen bleibt, wenn man keinen Sprit bekommt oder der Flughafen ist vielleicht, weil alle von Madeira ausgewichen sind, wie Toni eben sagte, schon überfüllt, wäre natürlich auch ganz schlecht. Also da muss man bei gutem Wetter und wenn der Flieger nicht ausgebucht ist, ist das alles gar kein Problem, aber bei schwierigem Wetter und vollem Flugzeug, dann kann so eine Planung tatsächlich auch mal eine Stunde, zwei in Anspruch nehmen, bevor man wirklich alle Eventualitäten berücksichtigt hat und sich über alles Gedanken gemacht hat, bevor man dann schlussendlich eine Entscheidung getroffen hat, die möglichst sicher eben ist. Und das kann unter Umständen bedeuten, vielleicht muss man auch mal Gepäck oder Gepäck eben stehen lassen, was natürlich dann sehr ärgerlich ist, aber da geht die Sicherheit natürlich vor. Total. Ist auch eine sehr schwierige Entscheidung, weil es ja gar nicht so eine richtige Schwarz-Weiß-Entscheidung gibt. Ne? Es ist sehr individuell, wie man das am besten lösen möchte. Und ich finde das immer ganz interessant, dass man sich, dass wir quasi Flüge so weit vorbereiten, dass wir 6-7 Stunden, bevor wir landen werden, uns schon Gedanken für die Eventualität machen, wie viele Koffer können wir mitnehmen, weil wir dahin ausweichen könnten, das dazu führen würde, dass wir mehr Sprit mitnehmen müssten und dann die Buchungslage dagegen abwägen. Also tatsächlich sind das Sachen, die erfährt man so ja auch nirgends und hoffe, das zeigt euch einfach ein bisschen, dass da doch eine Menge Gehirnschmalz erstmal drin steckt, bevor man überhaupt so einen Flug durchführen würde, damit einfach im Flugzeug dann diese Entscheidung nicht mehr getroffen werden müssen. Denn im Flugzeug haben wir jetzt schon einen Plan. Wir wüssten jetzt, wo wir hinfliegen, was wir machen. Das sind alles Entscheidungen, die haben wir am Boden getroffen. Das sind keine Entscheidungen, die wir im Flugzeug treffen würden, weil dann haben wir vielleicht gar nicht genug Sprit dabei und so weiter. Deswegen finde ich es einfach super wichtig, dass jemandem klar ist, dass man auch am Boden schon wirklich eine Menge sich vorher überlegt, um alle Eventualitäten schon vorher abgewägt zu haben. Ja, ganz genau.
Ich glaube, das wissen viele Leute nicht, also können sie natürlich auch gar nicht wissen. Ich weiß nicht, wie es dir geht und wie du das machst, aber du wirst das wahrscheinlich ähnlich machen. Das kann sogar so weit gehen. Und ich mache das, wenn ich einen Tag vorher schon weiß, ich erwarte morgen einen Flug an einen Airport, der nicht ganz einfach ist oder wo ich bestimmten Restriktionen mit Gewicht, mit Alternate, mit vielleicht auch einfach durchs Wetter sehr stark limitiert bin. Ich gucke auch gerne schon einen Tag vorher tatsächlich in diese, nicht unbedingt in die ganzen Briefing-Unterlagen rein, aber ich mache mir zumindest einen Tag vorher schon mal so ein grobes Bild. Wie ist denn gerade das aktuelle Wetter dort? Also wenn ich jetzt nach Madeira fliegen würde, dann würde ich einfach schon mal einen Tag vorher reinschauen. Wie ist denn gerade das Wetter auf Madeira? Was kann ich denn für einen Wind erwarten? Dann weiß ich schon mal so ein bisschen, in welche Richtung es geht. Und wenn ich sehe, da sind tief hängende Wolken oder da sind 30, 40 Knoten Wind, dann weiß ich schon mal, oh, das könnte eine längere Planung geben. Und dann versuche ich mir natürlich auch viel mehr Zeit zu nehmen und vielleicht sogar eine halbe, dreiviertel Stunde vor dem eigentlich geplanten Briefing trotzdem schon im Crewraum zu sein, um eben die Zeit zu haben, wie Toni sagt, um alles vorher vorzubereiten, damit man im Flug schon einen sehr guten Plan hat. Natürlich kann man nach wie vor sagen, wenn sich Dinge anders entwickeln, dass man auch eine andere Entscheidung trifft. Mhm. Aber gut ist, dass man einfach ein paar vorgefertigte Lösungswege oder Wege, wie man zum Ziel kommen möchte, quasi schon in der Tasche hat, die man bei Bedarf quasi einfach wie so ein Zettel aus der Westentasche rauszieht und sagt, okay, pass auf, Toni, du erinnerst dich, wir haben im Briefing drüber gesprochen, wir machen es entweder so oder so, jetzt ist es leider so gekommen, das heißt, wir machen das und das. Und so, dass man quasi schon eine vorgefertigte, sehr weit durchdachte Lösung quasi parat hat und die dann tatsächlich nur noch ausführt. Denn der Stress ist so oder so da. Denn wenn man da ankommt und muss plötzlich ausweichen, dann zum Ausweichflughafen ist es in der Regel nicht sehr weit. Ich muss das dem Lotsen sagen, ich muss das meiner Kabinenbesatzung sagen, ich muss das den Passagieren sagen, ich muss mir die Karten dafür raussuchen, ich muss plötzlich an einem Airport landen, wo ich gegebenenfalls noch nie in meinem Leben vorher war. Vielleicht habe ich da auch noch viel Verkehr, weil plötzlich alle dahin fliegen, weil man eben an dem Airport, wo man hin wollte, ursprünglich nicht landen kann. Dann habe ich eventuell auch noch, also ich habe sehr natürlich auf jeden Fall weniger Sprit. Vielleicht habe ich auch gerade ausreichend Sprit, um dorthin zu kommen. Das heißt, ich kann mir auch gar nicht so viel Zeit lassen damit. Und ihr seht, da kommen also sehr, sehr viele Dinge auf einmal auf einen eingeprasselt. Und natürlich kommen dann auch Fragen von Passagieren an unsere Kabinenbesatzung. Ja, wie geht's denn jetzt weiter? Was passiert denn da? Steigen wir da aus? Steigen wir nicht aus? Und die Fragen werden natürlich dann auch an uns herangetragen, die wir an der Stelle aber noch meistens gar nicht beantworten können. Wir müssen natürlich auch unsere Firma informieren. Per ACAS, also per Telex, schicken wir denen, Mensch, wir konnten da nicht landen. Im optimalen Fall haben wir das denen sogar schon vorher gesagt, dass es soweit kommen kann. Dann machen die sich tatsächlich auch schon mal ein paar Gedanken darüber. Aber ihr seht, da kommen sehr, sehr viele Sachen innerhalb von kurzer Zeit auf einen zu. Und deswegen versucht man, diese ganzen Entscheidungen und Lösungswege einfach schon vorher vorbereitet zu haben, damit man die bei Bedarf einfach nur noch aus der Tasche zieht und sagt, so machen wir es. Ganz genau. Also ganz, ganz genau. Und ich mache also auch nicht viel anders als du. Also ich muss sagen, dass ich so komplett in die richtigen Briefing-Unterlagen reingucke, nicht. Habe mir angewöhnt zu Kanaren. Und Madeira, aber Kanaren auf jeden Fall mal auch die oberen Winde anzugucken, weil wenn da sehr, sehr viel Wind unterwegs sind, kann es einfach sein, dass es furchtbar knapp mit den Dienstzeiten und über den ganzen Tag wird. Gerade wenn man weiter nördlich von Deutschland abfliegt, wenn man jetzt so Süden Deutschland irgendwo abfliegt, weiß nicht, aus München zum Beispiel, dann geht das ganz gut auf die Kanaren. Wenn man jetzt von Hamburg fliegt, dann ist so ein 320 mit vollbesetzten Passagieren, mit den ganzen Urlaubskoffern und auch noch mit Sprit für sehr, sehr viel Gegenwind. Also man kann ja in den Höhen, hier können wir auch mal Winde von 120 Knoten oder mehr haben, ja, also von über 200 km/h, und das verlangsamt unser Flugzeug natürlich. Also das heißt, wir fliegen nicht ein bisschen länger, wir fliegen dann gegen den Wind anderthalb Stunden länger, wenn es doof kommt, und den Sprit für anderthalb Stunden muss man ja dabei haben. Das sind Größenordnung 3,6 Tonnen irgendwie. Also, das ist schon richtig viel. Und das habe ich mir schon angefangen, das einmal vorher anzugucken, weil ich das Problem kenne, sage ich mal, und um auch da dann einfach schon mal mit der Firma abzusprechen, ja, was wollt ihr denn, sollen wir Koffer da lassen oder nochmal zwischenlanden? Das können die dann auch gerne entscheiden. Aber es ist immer sinnvoll, da auch seinen eigenen Plan auf jeden Fall schon mal mit dabei zu haben. Ja, ganz genau. Und wie Toni sagte, alleine schon, also wenn man jetzt wirklich so einen Flug aus Deutschland auf die Kanaren hin und zurück macht, also Madeira ist ja noch ein bisschen kürzer, aber Kanaren ist ja dann nochmal ein gutes Stückchen weiter. Ja.
dann kann das tatsächlich, wenn man dann merkt, oh, okay, ich komme eigentlich gar nicht hin mit dem Sprit, ich muss noch zwischenlanden, dann fliege ich ja auf jeden Fall schon mal 3 Strecken an dem Tag. Ja. Dann bin ich auch mit meiner Flugdienstzeit, also mit der Zeit, die wir überhaupt an Bord verbringen und arbeiten dürfen, schon wieder ein Stückchen weiter eingeschränkt. Und das muss man alles mit einberechnen. Mhm. Da wird es dann sportlicher. Ja? Mhm, total. Total. Kann dann auch wirklich noch so weit darauf führen, dass man erstmal, also wenn es ganz, ganz extrem ist, so ganz, ganz ausgedacht mit extrem viel Wind, kann es dann wirklich so sein, dass man den Flug an dem Tag einfach nicht durchführen kann, weil von Anfang an klar ist, dass man so derart über seine zulässige Dienstzeit kommt, dass man auch die Verlängerung der Dienstzeit, die dürfen wir verlängern, das ist ein sogenannter Kapitänsentscheid, aber der ist nur für unvorhergesehene Sachen gedacht. Das heißt, wenn wir aber schon am Boden im Briefing stehen und wissen, naja, wir haben so viel Wind, dass wir zurück auf jeden Fall aus dieser Zeit fallen, dann können wir nicht im Nachhinein sagen, naja, das war aber nicht vorhergesehen. Das ist dann sehr vorhersehbar. Und also der ganz Extremfall könnte wirklich sein, dass man gar nicht erst losfliegt. Ich habe es noch nie erlebt. Ist selten, aber passiert. Ich habe es auch noch nie erlebt von Kollegen oder Kollegen, aber es könnte theoretisch sein. Deswegen ist es auch so wichtig, dass wir uns im Briefing vorher, also wir treffen uns etwa eine Stunde vor Abflug, besprechen das mit dem Kapitän zusammen, gemeinsam und gucken dann auch zusammen rein. Diese Stunde ist relativ knapp, deswegen vorbildlich, wie Sven gerade gesagt hat, auch schon mal eine halbe Stunde von seiner privaten Freizeit abzuzwacken, um den Flug das einfach zugute zu tun, ist ja echt bei solchen speziellen Fällen echt sinnvoll. Ja. Diese Stunde, die man ansonsten hat, oder ein bisschen mehr als eine Stunde, bevor man losfliegt. Ja, je nachdem, ne? Genau. Ja. Genau, die ist ausreichend und in Ordnung für den Fall, dass man nichts Besonderes hat, auf das man achten muss. Also wenn man einfach nur ein Wetter und ein Notenbriefing und eine Spritentscheidung trifft, dann reicht die aus. Aber für solche speziellen Fälle, da reicht die in der Regel nicht aus. Also da schafft man es nicht, alle möglichen Sachen zu durchdenken. Und es nutzt ja auch nichts, wenn ich mir jetzt alleine diese Gedanken mache und sage dem Toni dann hinterher nur, pass mal auf, wir machen das so und so, und der Toni nickt einfach nur und sagt, ja, ist okay, dann sind wir wieder bei dem Thema, was wir eingangs hatten. Wir wollen ja nach dem Vier-Augen-Prinzip arbeiten und jeder hat ein eigenes mentales Bild, also nicht nur vier Augen auf irgendwas draufschauen, sondern auch mental vier Augen verwenden und zwei Köpfe. Das heißt, auch der Toni wird sich seine Gedanken machen und hat auch ein mentales Bild. Und auch da, wenn ich ihm sage, du pass mal auf, bei dem Wind könnte knapp werden, müssen wir zwischenlanden, dann wird es knapp mit der Dienstzeit, da könnte alles knapp werden. Da sagt der Toni vielleicht, naja, mit dem Neo können wir aber vielleicht, der verbraucht nicht so viel und da können wir mehr Gepäck mitnehmen, da könnte es klappen. Ah ja, stimmt, du hast recht. Also da gibt es schon viele Möglichkeiten. Ja. Und deswegen ist es immer ganz wichtig, der Co-Pilot ist eben genauso vollwertiger Pilot wie der Kapitän eben auch. Der Kapitän ist nur derjenige, der letzten Endes die Entscheidung vertreten muss, beziehungsweise die Verantwortung trägt, wenn was schief geht. Aber natürlich macht der Toni sich alle Gedanken genauso und muss er auch. Und er sitzt ja quasi mit mir und mit allen anderen in einem Boot und er möchte ja auch sicher ankommen und auch abends, wenn möglich, wieder zu Hause sein, wenn es irgendwie geht. Also von daher ist es natürlich auch wünschenswert, dass die Co-Piloten das genauso machen. Absolut. Und ein aufmerksamer Co-Pilot vermeldet auf jeden Fall schon mal Land voraus. Jawohl. Ich wollte gerade sagen, ich hatte schon gerade Luft geholt. Was hältst du davon, wenn wir schon mal anfangen zu briefen? Ja, sehr gerne. Denn es ist ja auch vielleicht ein bisschen mehr zu briefen, als es sonst der Fall ist. Dann können wir da schon mal ein bisschen drüber sprechen. Prima. Sehr gerne. Das Wetter, warst du schon so fleißig? Ich habe das Wetter geholt. Oh, genau. Perfekt. Genau, und auf meiner Karte steht Transition 5000. Kann ich ja vielleicht nochmal kurz mit eingeben. Gerne. So, jetzt. Prima. Also, wir sitzen nach wie vor auf der Delta Alpha Indien November Mike. Der Status ist sauber, ist nichts hinzugekommen. Notems für Madeira waren auch in Ordnung. Auch da nichts, was uns in irgendeiner Art und Weise einschränkt. Wetter auf Madeira war ganz in Ordnung, leicht bewölkt, aber hoch genug, 10 Kilometer Sicht, Wind aus Südwesten, also wir erwarten die 2-3, alles im Limit, auch von den Windlimits, die man da in Madeira berücksichtigen muss. Von daher erstmal erwarte ich da jetzt keine besonderen Vorkommnisse. Und ich würde einfach schon mal langsam den Sinkflug einleiten. Lass uns erstmal gerne. Bus idle opening Central Blue, flight level 180. Ich sag kurz Bescheid einmal.
Ja. And Unicom Lufthansa 2, Romeo Charlie, descending out of P90, flight level 180. Prima. Wir erwarten eine Ankunft auf Madeira in 20 Minuten. Ich schätze mal, dass wir so, ja, wahrscheinlich so mit 2,8 Tonnen dort ankommen werden. Wir hatten Minimum Diversion für Porto Santo waren 1,8 Tonnen, sprich wir haben gute 20, 25 Minuten extra. Porto Santo war vom Wetter her auch in Ordnung. Ich tippe trotzdem auf Diversion eher unlikely bei dem Wetter. Von daher passt das also völlig. Ja. Ansonsten sind wir über Wasser. Hier ist alles flach. Also wir können im Prinzip direkt auf 2000 Fuß, können wir direkt runter. Später dann Sektor Altitude 3500 Fuß im Osten von Funchal. Wir gehen über den VOR DME23 Circling und zwar über Porto Santo. Der sieht so aus. Das heißt, wir kommen von hier oben, von Porto Santo. Da müssen wir mindestens in 3000 Fuß sein. Also wir werden das so einrichten, dass wir da auf jeden Fall noch höher sind, aber 3000 Fuß bräuchten wir da. Mhm. Und von dort aus gehen wir dann in Richtung Südwesten und intercepten dort den Inbound von 211 Grad in Richtung Funchal VOR. Dann sind wir dann auch schon in der MSA von Funchal, 25 Meilen all around, wie besprochen, 3500 Fuß hier im Osten. Und später für den eigentlichen Anflug, wenn wir die Bahn dann schon in Sicht haben müssen, hier in Richtung Südwesten, da ist dann zwar die MSA hoch, weil im Westen von Madeira steht, also von Madeira Airport, von Funchal Airport, muss man korrekterweise sagen, steht ein hoher Berg mit knapp 6000 Fuß, aber da sind wir visual. Da halten wir uns natürlich von fern und versuchen auch westlich dieser Anfluggrundlinie zu bleiben und die gar nicht zu überschießen und den Anflug dann so langsam quasi aus Richtung Nordosten kommend zu intercepten. Das heißt, wir gehen in 3000 Fuß Richtung Abuso, das ist unser Initial Approach Fix. Und dort gehen wir weiter bis zum Punkt bei 7 Meilen auf einem Inbound-Kurs von 211 Grad. Und da würden wir an diesem Punkt bei 7 Meilen, würden wir die 3000 Fuß dann verlassen und auf einem relativ flachen Sinkflugprofil von 2,3 Grad würden wir dann sinken und könnten von dort aus direkt zum Circling Minimum. Hier steht nochmal View ADME Southeast of Runway Only. Logischerweise können wir dann direkt auf 1300 Fuß sinken. Wir brauchen 7 Kilometer Sicht für diesen Anflug. Die haben wir. Wir haben 9999 Meter oder mehr. Also 10 Kilometer oder mehr in der Arte stehen. Von daher völlig ausreichend. Yes. Dann geht es zum Missed Approach Point. Der ist direkt am VOR Funchal. Das heißt, spätestens dort müssen wir in 1300 Fuß sein und dann eben auch die Runway in Zeit haben. Wenn das nicht der Fall wäre, müssten wir durchstarten. Und das geht linksrum mit einem Kurs von 137. Intercepten wir das Relais 170 Funchal zum Punkt Fusul und das Ganze auf 3000 Fuß. Yes. Also hier in Richtung Südosten nach Fusul. Da ins Holding wäre in dem Fall ein Parallel Entry. Und dann würden wir uns Gedanken machen, wie es weitergeht. Ja, wunderbar. Ansonsten, wenn wir dort was sehen, wovon ich jetzt erstmal ausgehe, dann geht es über die Visual Approach Chart für die, von der 23 weiter. Das heißt, wir würden dann über dem VOR Funchal einen leichten Rechtsturn mit einem Track 235 in Richtung Extended Centerline für die 23 gehen. Das sind 4 Meilen aus 1300 Fuß, also 1100 Fuß in etwa über dem Platz. Das ist also ausreichend, da kommen wir locker runter und wir halten diese 1300, bis wir mehr oder weniger die Papi auf der linken Seite der Runway, die mit 3 Grad ausgerichtet ist, intercepten und gehen dann auf diesem Glide runter in Richtung 23. Mhm. Die 235 Grad sind 6 Grad Offset, das wird man also deutlich sehen. Ja. Und dann haben wir eine 150 Meter versetzte Schwelle und erwarten dann 2480 Meter noch dahinter. 45 ist die Bahn breit. Hat einen ordentlichen Buckel drin. Müssen wir gucken, dass wir da nicht in die Bahn reinfliegen, aber auch nicht drüber hinweg flären. Wir machen Autobreak Medium bitte bei 60 Tonnen Faustformel ungefähr 1400 Meter. Reicht uns da völlig aus. Eile Reverse und dann geht später links herum. Ich weiß nicht, ob wir den Bravo schaffen. Wahrscheinlich geht es eher über den Taxiway Charlie. Ja. Dann zum April und dann auf eine von den Positionen. Wunderbar. Hier gibt es noch ein paar Notes. Caution, execute all turns over the sea due to high terrain on sector north and west of aerodrome. Das machen wir. Und no maneuvering over the island ist auch in Ordnung.
Und hier sind nochmal die eben angesprochenen Windlimits, die man dann da berücksichtigen muss. Das heißt, hier sieht man verschiedene Sektoren und da steht dann genau dran, wie stark der Wind sein darf. Und wenn die überschritten werden, dann... Genau, dann dürfen wir es da nicht, aber jetzt aktuell sind wir innerhalb der Limits. Ne? Genau, so ist es. Dann dürfen wir den einfach nicht machen. Unten steht auch nochmal, do not deviate to the right of extended center line auf Runway 23 due to high terrain. Ja. Das war. Perfekt. Prima. Wir fliegen das Ganze mit Track FPA, würde ich sagen. Wir machen es mal ganz konventionell. Fliegen wir den VOR Approach auf einer Inbound von 211. Und ich würde mir tatsächlich als Hilfestellung auf der Fix Info nochmal eine Funschall mit reinmachen. Mit dem Kurs von 235. Dann haben wir das auch nochmal eingezeichnet. Ja, perfekt. Prima. Ja, schön. Ansonsten, Rattenauf hast du schon gesehen. Funschall mit dem Radial 211 auf beiden Seiten. Beziehungsweise ist gar nicht wahr, es ist kein Radial. Korrekterweise ist es der Inbound-Kurs von 211. Für unseren Anflug auf beiden Seiten, für dich und für mich, fliegen das Ganze, wie gesagt, in Track FPA. Und das war es eigentlich soweit. Auf der ersten Seite sehe ich noch, da steht Funchal DMI und Porto Santo DMI required. Hey, eventuell noch sinnvoll, sich das Porto Santo denn so lange auf die 2 zu setzen. Vielleicht mindestens bis wir darüber geflogen sind. Dann haben wir es auch wirklich angezeigt. Findest du direkt auf der Circling VOR DMI? Ja, genau. Ja, können wir gerne machen. Wobei ich mich gerade frage, ob das tatsächlich sinnvoll ist, das zu setzen. Also es ist zwar required, dass es geht, aber es ist nicht required zu setzen. Ja, du, wenn du es nicht brauchst. Ne? Also wie gesagt, wir haben genau. das Radial würde ich passt für mich. Wenn du sagst, brauche ich nicht, dann ja, passt das für mich. Ja, ich würde es genau. Also es muss gehen. Du hast völlig recht. Ja. Aber wir müssen es ja für den Anflug nicht setzen. Mhm. Ich kann es natürlich gerne auf die 2 setzen. Das wäre halt für dich so ein bisschen den Nachteil. Du hast dann halt keine den Inbound nicht sehen. Ne? Den würde ich halt bei dir dann sehen sozusagen. Nee, passt für mich. Also der Inbound ist ja das. Ja, der Inbound ist ja das Wichtige sozusagen. Also genau. Nee, passt. Okay. Gut. Sehr gut. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Also genau. Ihr seht, hier unten steht Funchal und Sierra November Tango DMI ist required, aber wenn wir es setzen müssten, dann müsste es hier oben in dieser Box drin stehen. Alles, was hier in dieser Box oben drin steht, muss als NAV-Aids dann auch tatsächlich zur Verfügung stehen und gesetzt werden. Mhm. Hier steht aber nur Funchal drin, deswegen müssen wir es nicht zwangsläufig setzen. Perfekt. Immer. Sonst noch Fragen? Nee, sonst keine Fragen mehr. Kann auch immer daran liegen, dass wir noch unterschiedliche Karten haben und dass da unterschiedlich angezeigt werden. Der Sven nimmt die Karten von Lido. Ich habe die hier über Navigraph von Jeppesen und es kann dann durchaus sein, dass in den einen Karten das mal so drin steht und in den anderen dann doch wieder anders dargestellt wird. Genau. Ja. Genau. Das ist mal ein bisschen blöd mit den verschiedenen Karten. Seatbelts on. Seatbelts on. Sehr schön sieht das da vorne schon aus. Ja, total. Gerade bei so einem Wetter, ne? Ja, ein Traum. Also da jetzt 18 Grad im Januar, da geht ja schon gut T-Shirt beim Wandern, sag ich mal. Schon cool. Ja. Eine super schöne Bergkette da oben, da geht's auch echt hoch. Also bist du schon mal hochgewandert? Ja, alles mitgenommen. Wow, alles mitgenommen. Super. Wir haben immer nur 2-3 Tage am gleichen Ort gewesen damals, also als wir die 3,5 Wochen da waren. Und quasi nur mit Rucksack und dann immer auch zum nächsten Ort weiter gewandert. Also quasi einmal die ganze Insel abgelatscht. Cool. Sehr, sehr schön. Ja, sehr, sehr cool. Ich wusste damals leider noch nicht, dass der Anflug so spannend ist. Das ist total bitter. Das war erst länger her, also wirklich, wirklich lange her. Ich wusste damals leider noch nicht, dass der Anflug so spannend war. Sonst hätte ich da vielleicht auch durchaus mal gefragt, ob man als Kollege da mal eventuell zugucken dürfte. Mhm. Hab ich wohl eine gute Chance verpasst. Ja, schade. Aber ja. Vielleicht. Ich kann mir den Anflug ja jetzt angucken. Du kannst dir jetzt angucken. Ansonsten kannst du natürlich auch auf die Lieblings-Airline deiner Wahl gehen und einfach mal einen Flug wieder nach Madeira buchen. Ah ja, das stimmt. Das stimmt. Deine Freundin freut sich bestimmt, wenn ihr da die würde das mitmachen. Macht. Also die würde das schon mitmachen. Sehr, sehr schön.
Sind wir super im Profil, ne? Haben jetzt noch 40 Meilen. Müssen dort noch nicht auf den 3000 Fuß sein. Also, passt super. Wir haben 12.000 Fuß runter, jetzt sind wir in 17. Also, bestens unterwegs. Genau. Also, ich habe jetzt schon mit den etwas über 60 noch als gesamtmeilisch gerechnet. Das, du hast jetzt hier unten auf die Bahn geguckt, 66 Meilen, ne? Ja, ganz genau. Ja, genau. Also im Moment gucke ich nur aus VOR, aber das sind ja 4 Meilen von da aus bis zur Bahn. Ja. Also 65 Meilen von jetzt an, das passt. Genau. Also das, was Toni gerade anspricht, wir versuchen natürlich immer möglichst optimal auch so ein Descent durchzuführen, also in einem guten Descent-Profil zu sein, sodass man möglichst ökonomisch unterwegs ist, also möglichst wenig Sprit verbraucht, aber so, dass man am Ende eben auch nicht zu hoch ist. Denn wenn man zu hoch ist, wäre natürlich blöd. In dem Moment, wo man Speedbreaks braucht, das ist ja auch kein Problem, kann man ja auch nutzen, nutzen wir auch. Aber dann war der Sinkflug eben auch nicht sehr ökonomisch. Und ich sag mal, wenn man so viel zu hoch ist, dass die Speedbreaks nicht mehr reichen und man müsste sogar einen 360 machen, dann wäre es dann doch ganz schön peinlich, weil dann wird es nochmal teurer. Mhm. Also Speedbreaks sind schon okay, finde ich mittlerweile, aber ein 360 ist dann schon krass. Ja, ein 360 ist schon krass, definitiv. Ja. Dann hat man sich aber auch wirklich ordentlich geschätzt. Ja, das stimmt. Ja. Ich habe nebenbei nochmal den Client offen für WebSim. Leider wirklich kein Lotse online. Sonst auch weit und breit hier niemand in der Nähe mehr. Haben wir scheinbar die optimale Zeit ein bisschen verpasst. Ja, schade. Aber der Anflug ist deswegen kein bisschen weniger schön. Das stimmt. Nur weil wir nicht hören Clear to Land und Clear for the Approach. Genau. Prima, ich habe schon mal 3000 eingestellt. Wunderbar. Können wir ja schon mal, ich guck noch mal rein, 1025. Ja, 1021 müsste es sein. 1021, ja, perfekt, passt für mich. Und dann, sobald wir eine Höhe haben, die dann auf Fuß fußt, würden wir auch die Altimeters umschalten. Also wir würden jetzt nicht mehr extra bis zum Transition-Level warten, sondern dann wird jetzt schon umgestellt. Genau. Altimeters. 1021, 13.800 Feet. 1021, 13.800 Feet. Immer, sehr schön. Ja, spannend, wenn wir rüberfliegen, ob man noch den Airport auf Porto Santo sieht. Das ist ja wirklich nur eine sehr kleine Insel. Mhm. Wenn die fast doch so ein. Ja, so aber eigentlich müsste man den sehen. Der Airport ist ein bisschen hinter dem VOR. Eigentlich müsste man ihn sehen. Ich bin mal gespannt. Man eigentlich so ein Businessmodell draus machen können. Man landet hier einfach immer auf Porto Santo, auf der 3-Kilometer-Bahn, die ja wirklich groß ist, und fährt einfach mit der Fähre rüber. Das stimmt, ja. Das würde uns natürlich um einen sehr schönen Anflug betrügen. Das wäre, für uns wäre es sehr schade. Für uns wäre es sehr schade, aber. Speedwürdige Speed. Jawohl. Dann wird jetzt auch gleich gucken. So in 10.000 Fuß wollen wir noch maximal eigentlich in der Regel so mit 250 Knoten fliegen. Hier wird jetzt natürlich von der Privatfliegerei sehr wenig unterwegs sein, aber wir sind hier halt mitten über dem Wasser und auch falls uns eine sehr hochfliegende Möwe irgendwo erwischen sollte, ist man lieber langsamer als schnell. Deswegen absolut sinnvoll, wenn es so in den Anflug geht, dann hier nicht mehr so richtig schnell unterwegs zu sein. Sondern schon ein bisschen entspannter. Ja. Sehr, sehr schön. Ja, total. Dass man schon so früh gesehen hat. Es wirkt auch extrem realistisch mit dem, mit der Sonne, die sich da unten im Meer spiegelt und den Flecken, die es da auch im Wasser hat. Total schön. Kann man dann auch schon die Ausläufer sehen, wo Funchal VOR steht. Also hier auf diesen Ausläufern, da steht also VOR drauf. Hier hinten, ja genau. Ich habe es auch gerade mal ein bisschen reingezoomt. Oh, und die Bahn ist sehr gut zu sehen. Ja. Da liegt sie.
Ja, fast die ganze Insel voll, ne? Ja, die ganze Insel ist Airport. Ja, aber wirklich? Also ist die Insel nicht viel breiter. Wie gesagt, die Bahn ist 3 Kilometer lang, also so viel Platz ist dann da nicht mehr. Nee. Auch eine schöne Insel. Mhm. Gucken wir mal rein. GPS Primary haben wir in der Factory High. Auch sehr schön. Schön sieht das aus, ja. Wäre jetzt im richtigen Flieger auch so unter 10.000 Fuß wollen wir auch hauptsächlich über dienstliche Sachen sprechen. Da würde jetzt die privaten Gespräche so ein bisschen eingestellt werden. Gerade auch mit dem VOI jetzt, wo wir keine Höhenleitung haben, sondern unsere Höhe komplett selbst managen müssen. Uns natürlich ein bisschen auf den Anflug konzentrieren, dass der auch gleich beim ersten Mal gleich gut sitzt. Jawohl. So, wunderbar, es geht nach rechts. Mhm. 261 in etwa sollte der Kurs laut Karte sein. Das sieht schon mal gut aus. Geht dann also von hier so ein Stück nach Westen, bevor wir dann links rum. Ja, auf der ganz Deck gut, von ne? 211 mit dem reingehen. Punkt und Intercept, also sehr schön hinterlegt. Ja, definitiv. Ihr seht, wir fliegen das hier jetzt noch schön im Nav-Mode. Wir fliegen also der grünen Linie hinterher. Das sind also die Daten, die hier unten aus der MCDU rauskommen. Später, wenn wir dann im verlängerten Anflug sind, dann fliegen wir nicht mehr nach den Daten. Das könnte man zum Beispiel bei dem ANAV würde man das machen. Wir fliegen jetzt einen VOR-Anflug und fliegen da ganz konventionell mit Track-FPA. Das heißt, wir nutzen diese schöne Funktion, die dieses Flugzeug zu bieten hat, dass man eben einen bestimmten Kurs über Grund fliegen kann und auch einen bestimmten Winkel über Grund fliegen kann. Das ist eine sehr, sehr schöne Geschichte, denn egal wie der Wind kommt, das Flugzeug gleicht das automatisch aus. Das ist sehr hilfreich. Das sieht gut aus. Ja, ich lasse es mir erstmal anzeigen. Ja, perfekt. Sieht sehr gut aus. So, dann habe ich hier stehen bei mir 5 Meilen 2520 auf der Karte. 2500. Checked. 2500 ist checked. 5 Meilen 2520, das sieht gut aus. Mhm. Ist ja dann 4 mit 2 oder sehr schön. Wie bitte? Da vorne sieht man schön die Windräder. Ja. 4 Meilen 2280, genau. Passt wunderbar. Sieht gut aus, ne? 3 Meilen 2080. Gear down. Ja, sehr schön. Sieht das aus. Zweimal 1800. Steps 3. Speed check. Steps 3. Und Flaps 4. Speed checked. Flaps voll. 2 Meilen 1800. Das passt ebenfalls. 1 Meile 1540 und dann kommt schon das Meme. Genau. Runway is ahead, 1 o'clock. Jawohl, inside. Wir fliegen noch bis Funchal und man kann gehen wir rechts hin. Jawohl.
Manual Thrust. Manual Flight. FD's off. Was FD's off? 1000. Okay. Okay. Was auch immer das gerade war. Ich glaube, die Gas von dem Berg hier. Okay. So, wir sind in 1300 Fuß. Wir gehen rechts rum Richtung Rand, ne? Und wir sinken weiter. Landing Checklist. Camemo, Landing, no blue. Landing, no blue. Minimum. Continue. ILS 126, passt bei mir? Bei mir passt auch, jawohl. Also die blaue Linie wäre jetzt natürlich ein Stückchen weiter links, aber wir dürfen einfach nur nicht die verlängerte Runway-Länge. Genau. Die Triefer, da dürfen wir nicht durchschießen. 1000 ist checked bei mir? 1000 ist checked, genau. Runway-Side. Q&H confirm. Und genau, wenn wir jetzt so drauf zufliegen, sollte das super passen. Harpy kann ich leider noch nicht sehen. Ja. Nee, sehe ich auch nicht. Das sieht ganz gut aus eigentlich. Ja, würde ich auch sagen. 700, nur so 200, ja, super. Jetzt sehe ich die Papis erst. 100. Ja. 50. 40. 30. 20. 10. 5. Spoilers. Reverse Green. Diesel. 70 Knots. Papi hat man wirklich sehr spät erst gesehen. Ja, man hat die ersten 200 Fuß oder so gesehen. Die wird da sehr spät reingeladen vom Sim. Ja. Aber sonst ja wirklich ein Traumanflug. Superschön. Also ihr seht, eine grüne Insel voller Bäume. Ja. Und dann noch so über Wasser da reinfliegen. Wie gesagt, jetzt die etwas entspanntere Seite als die Zero Five dagegen, aber toller Anflug allein. Eine Meile 1970. Das sieht schon wieder ganz gut aus. Gehen wir wieder zurück auf die 2,1. Über dem VOR sollten wir dann in 1750 sein. Also quasi jetzt. Das sieht auch gut aus. Sehr schön. Ja. Gear down. Gear down. Eine Meile dahinter in 1520. Das sieht auch gut aus. Und zweimal dahinter in 1300. Flaps 3. Speed checked. Flaps 3. Final setting. Jawohl. So, zweimal in 1300. Immer. Sehr gut. Sieht auch gut aus. Der Autopilot aus, Autopilot 1 wieder. 100 above. 1000. Jawohl. 1000 ist checked. Checked. Und die Landing Checklist. Ikamemo, Landing Minimum. No blue. Landing no blue. Jawohl, continue. Wir fliegen das Ganze jetzt nochmal geradeaus weiter. Ja. Bis 6 Meilen. Dann gehen wir rechts rum. Sehr, sehr schön. Genau, über ihm hier. Das sieht gut aus. Mhm, genau. Da geht es jetzt noch quasi eine Meile bis 6 Meilen hier unten. Könnt ihr uns gut mitkontrollieren. Bei 6 Meilen geht es dann rechts rum. Und erstmal einen ganz, ganz langsamen Sinkflug und dann nachher wird es etwas steiler. Ja.
Autopilot auf. Jawohl. Klickt der Sven komplett von Hand? App ist auf. Aus Flight Rip ist auf. Und 6 Meilen. Dann gehen wir rechts rum. Jawohl. So, meine Aufgabe ist jetzt so ein bisschen zu unterstützen, gerade weil ich rechts ein bisschen besser rausgucken kann als der Sven, weil der hier links vor mir sitzt. Und Rela würde ich ja dazwischen sitzen. Deswegen versuche ich da so ein bisschen zu unterstützen. Gerade bei dem wackeligen Wetter. Jetzt genau rechts von uns die Bahn. Mhm. Und drüber liegen gut unsere Höhe. So 850 Fuß wollen wir bis zum Punkt Gelo haben. Das ist der hier vorne. Auch super, hier vorne an der Küste zu erkennen, an diesem weißen Gebäude. Versuche halbwegs gut eine konstante Speed zu halten, so gut es geht. Sieht aber sehr gut aus. 850 Fuß. Jawohl. Genau bei Gelo. Jawohl, ein bisschen steiler geht's jetzt runter. Jetzt darf man sich auch nicht verleiten lassen, zu spät den Turn einzuleiten, da der Wind uns extrem ranpustet ins Land. Und unsere Nase muss dann auch rechts von der Bahn zeigen auf dem Final. C3 Route? Jawohl, ich auch. Oh, und schwupp ist vorbei mit den Turbulenzen. Sehr schön. Wirklich rechts. 2 Rot, 2 Weiß. Ja, genau. Rosario 450 haben wir. Jawohl. Sync Rate? Jawohl, sehe ich. 500. Dankeschön. 500. Das sieht sehr gut aus. Ja, Wind immer noch ein bisschen umläufig, so aus den nördlichen Richtungen. 400. Aber relativ von vorne jetzt. Spoilers. Reverse green. Descent. Ja, ich würde gerne 70 Knots sagen. Ich glaube, wir haben die auch, aber der Speed... Jetzt haben wir es. 70 Knots. War jetzt, weil der Wind so stark von vorne reingepustet hat, ne? Dann zeigt uns der Druckindikator, also die Indicated Airspeed, immer noch höher an, als sie wirklich über Boden ist. Oh Mann. Sehr, sehr schöne Landung. Vielen, vielen Dank. Also dafür, dass es hier so unfassbar gewackelt hat, im Final wurde es zum Glück ein bisschen ruhiger. Ja. Sehr, sehr schön geflogen. Am Ende war tatsächlich die Turbulenzen dann irgendwann komplett raus, ne? Ganz komisch. Die waren komplett raus. Ja. Es kann so rum sein, es kann auch umgedreht sein. Auch Real Life muss man ja mit dem arbeiten. Du kennst das ja, was man eben hat, gerade vor Ort, ne? Genau. Und so haben wir es jetzt auch gemacht. Sehr, sehr schön. Ordentliches Wetter hier. Ja. Hat man ein bisschen was zu tun. Perfekt. Hat man hier nicht angemerkt. Also war wirklich relativ ruhig. Ist ja auch wirklich so, ne? Dass wir dadurch, dass das Fly-by-Wire-System ist, hier nicht merken, was der Kollege am Stick eigentlich arbeitet. Wir sehen nur das Ergebnis. Aber mit dem war ich zufrieden. Vielen Dank, Toni. Ich war soweit auch zufrieden. Ordentlich schöner Seitenwind. Wie gesagt, am Ende hin war es dann, dann deutlich ruhiger. Ich hätte auch erwartet, dass man vielleicht über der Schwelle nochmal so ordentlich einen verpasst bekommt. Da ja so eine schöne Kante auch in der Topografie ist. Aber, nee, war doch ganz schön. Und so hat man auch mal gesehen, wie es ist, wenn es ein bisschen stürmiger wird. Ja, total. Also kann auch wirklich so passieren, kann auch wirklich gerade Winden aus der Richtung, ging es ja jetzt sogar noch, wenn die so weiter über die Berge kommen, dass die Diversion-Quote halt doch relativ hoch ist und dann eher nach Porto Santo oder halt sogar weiter nach Gran Canaria oder auf die Kanaren. Ne? So, hier auf der rechten Seite passt bei mir alles. Super. Und APUs auch zum Stillschalten. Exilights können aus. Ja. Mache ich die schon mal. Fehlt so ein bisschen immer die freie Hand hier. Ja, das stimmt. Die fehlt hier tatsächlich. So. Wunderbar. APU ist da. Bremse ist gesetzt. Perfekt. Und
Engine 1 off. Engine 2 off. Perfekt. Ich gucke, Parkbremse gesetzt, beide Triebwerke laufen runter. Cabin Crew, orders in Park. Rampa ist auch schon da, sehr schön. Alles ausgeschaltet. Perfekt. Parking Checklist. Parking. If you bleed. On. Yellow Elec Pump. Off. Engines. Off. Seatbelts. Off. Parking Brake. On. Radar Predictive Wind Shear. Off. Parking Checklist completed. Vielen Dank, Tony. Vielen Dank fürs Mitnehmen. Wir sind doch sehr, sehr ungemütlich im Wetter, aber wir wollten euch unbedingt nochmal den Anflug zeigen, ihr, wenn es wirklich scheppert, wie das Ganze aussieht. Und ja, vielen Dank für die tolle Landung trotz der super widrigen Bedingungen. Ja, vielen Dank fürs gute Runtersprechen. Hat sehr viel Spaß gemacht. Also war auch ganz schön, das mal zu sehen, wie der Simulator das so darstellt. Gefühlt war es vielleicht am Anfang von den Turbulenzen ein bisschen ungewöhnlich. Also ich glaube, so stark hat man es im echten Leben dann doch eher seltener, würde ich sagen. Ja. Und vor allen Dingen, ja, die Turbulenzen nehmen tatsächlich meistens nach unten hin so ein bisschen ab, aber dass sie so plötzlich so stark abnehmen, das hat man tatsächlich, glaube ich, im echten Leben eher seltener mal. Sie werden schon weniger, aber dass sie an einem Punkt komplett aufhören, habe ich jetzt so ehrlich gesagt noch nicht erlebt. Mhm. Aber nein, sehr schön. Jetzt haben wir alles mal so ein bisschen mitgenommen. Bescheidenes Wetter in einem Visual Approach mit ordentlich Rückenwind und Turbulenzen und ein bisschen Crosswind bei der Landung. Also schön, dass wir den Leuten das nochmal so ein bisschen zeigen konnten, wie es eben auch mal sein kann. Absolut. Finde ich auch total cool und wie soll ich sagen, viel, viel Spaß beim Nachfliegen. Ganz genau. Viel, viel Spaß beim Nachfliegen. Wenn ihr Fragen habt, wie immer, stellt die gerne unter dem Video. Schreibt Kommentare rein, ansonsten kommt gerne auf den Discord oder auf gemeinsame Streams von Toni und mir. Da könnt ihr auch nochmal eure Fragen loswerden. Und ja, bis dorthin sagen wir viel Spaß, happy bumpy landings und bis zum nächsten Mal. Danke, Toni, fürs dabei sein. Vielen, vielen Dank, Sven, und bis zum nächsten Mal. Always happy landings.